gut geht, sind wir tatsächlich live. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, zwar auf dem Kanal der Klemmbaustein-Lyrik, aber etwas ganz Besonderes, was wir heute hier präsentieren werden. Wir haben sozusagen den Galaabend. Das bedeutet, es gibt etwas zu feiern. Und wir haben unsere Außenreporter nicht rausgeschickt, weil es geht nicht, weil ist ja Corona. Deswegen machen wir das alles hier von Ferne und machen einfach mal eine Live-Schalte jetzt, nicht nur nach, ich habe mir extra, ganz besonders, ja, ich höre mich jetzt doppelt, deswegen guck dich so komisch. Ich will, weg, ich will, mach das weg hier. So, doppelt und dreifach. So, jetzt, also, nochmal, wo war ich stehen geblieben? Ich mache jetzt mal hier erstmal, man sieht, wir haben ein paar Gäste hier und ich kann jetzt auch irgendwo hier drücken, Audio alle ein. Hey! Hey. Okay. Hallo. Hallo! Ja, genau. Party, und so geht es jetzt auch weiter. Eine Stunde Frohsinn ist geplant. Nur Party-Stimmung. Und das Ganze hat mit einem Herrn zu tun, der gerade im Dunkeln steht. Da schalten wir jetzt mal hin. Wir schreiten in die Nähe von Lüneburg, ins wunderschöne Niedersachsen. Erdverwachsen, und zwar Bardo Brick, beziehungsweise Bardo Wick heißt dieser Ort. Er scheint Internet zu haben oder Funk. Das sehen wir hier schon mal. Und alles andere wird uns der Herr im Dunkeln da erzählen. Genau, ich befinde mich hier bei der Außenwette. Schön, dass ihr allein geschaltet habt. Es wirkt ein bisschen so. Ich habe trotzdem noch die Maske auf. Also erstmal, Henry, vielen, vielen Dank. Das ist eine absolute Ehre, dass ich hier heute auf dem Kanal so ein bisschen meinen Laden zeigen darf. Also wirklich, das hast du mir sogar selber vorgeschlagen. Ich habe ja nicht mal betteln müssen oder sowas. Tausend Dank, also vielen, vielen Dank dafür. Und ja, auch natürlich vielen, vielen Dank alle, die heute hier waren. Und natürlich auch vielen, vielen Dank an alle, die jetzt live dabei sind. Aus Neugier, aus Hass oder warum auch immer. Emotions. Ich fange jetzt hier mal an, habe ich gedacht, so vorm Laden. Ist noch Licht an, scheint noch einer da zu sein. Um euch das mal so zu zeigen. Ich bin nun nicht so technikaffin. Ich weiß nicht, wie das... Doch, kann ich drehen, ne? Guck mal, du kannst mal ganz kurz erzählen, was ist heute Besonderes? Also ich glaube, nicht jeder hat jetzt mitbekommen, dass das heute ja für die Geschichtsschreibung in Bardo Wick ein Tag ist, der definitiv doch in die Chronik eingeht, oder? Also das erste Mal im Geschichte, wie alt ist dieser Ort? Wahrscheinlich auch schon 800, 900 Jahre alt. Nee, der ist schon über 2000 Jahre alt. Ja, wow. Und wie viele Lego-Läden gab es in diesen 2000 Jahren? Ich glaube noch keinen. Episch. Ja. Wir sind dabei. Schön. Jetzt darfst du reden. Genau. Also, wer es nicht mitbekommen hat, also ich bin ja eigentlich unterwegs als der Spielwareninvestor. Ich habe mal angefangen mit einem Lego-Podcast, der sich nur über das Investieren oder mit dem Investieren befasst. Dann ist mir irgendwann rausgerutscht, dass ich halt Lego doch ganz, ganz toll finde. Jetzt machen wir mittlerweile mehrere Podcasts. Es geht auch noch um Invest. Es geht aber auch hauptsächlich um Lego und Lego-News. Wir haben jetzt sogar einen Blog, ich werde auch von Brickstory gezwungen, jetzt immer mal wieder YouTube zu machen. Das machen wir jetzt auch immer mal. Und jetzt ist etwas passiert Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres, wo ich gedacht habe, ich erfülle mir jetzt einfach mal einen Traum, weil ich bin total jung gebliebener, verrückter, alter Typ, der immer tief in sich drin hatte, dass ich gerne mal einen Spielwarenladen hätte. Also so selber, weil ich bin der schlimmste Gast in einem Spielwarenladen, weil ich da nicht mehr rausgehe. Also das ist wirklich kein Witz. Meine Kinder müssen mich aus Spielwarenläden rausziehen. Also, oh, Papa, nun komm doch jetzt. Und jetzt habe ich gedacht, ich mache so einmal die Woche einen Laden auf und der Rest der Woche ist das mein Büro. Und ich kann also in mein Büro so viel Lego packen, wie ich will. Und das wird mich keiner doof anschnacken, weil mein Büro als Spielwarenladen getarnt ist. Und das ist halt so. Geil. Und da war halt jetzt Eröffnung und eigentlich sollte ja vor Corona eine große Sommerparty werden. Da wolltest du kommen, da wollte Stonewalls, Promo Bricks, ganz, ganz viele nette Leute wollten mich besuchen. Ja, das ist dann ausgefallen und jetzt haben wir gesagt, oh, hier ist Redi mal los. Jetzt haben wir gesagt, machen wir das doch online heute mal. Und Plan ist jetzt, haben wir überhaupt einen Plan? Ich wollte einfach mal ein bisschen zeigen. Feiern. Ja, was hier so drin ist. Wir machen gleich noch ein Bier auf. Ich hoffe, ihr habt alle Alkohol. Ja, ich würde mal sagen, warte mal kurz. Wenn das Stichwort Alkohol kommt, wir sind ja nach 22 Uhr, Kinder nicht nachmachen. Wir wissen, das Problem mit Corona ist auch ein Alkoholproblem. Aber wir alle sind standhaft gewesen und haben uns 2 Monate aufbewahrt und sagen uns, heute mal wieder dürfen wir anstoßen. Und das natürlich bewusst und auch so, dass wir alle nicht mehr fahren müssen. Ist drin. Das ist das Blöde. Ich muss, so, nochmal. Auf Lars! Ja, auf Lars. Auf die Eröffnung. Prost. Namaste. Korken aufmachen. Oh Gott. So, jetzt kannst du weitermachen.
Ja, genau. Ich wollte euch mal einfach mal zeigen, wie es hier so aussieht. Also ich hab sowas vorher noch nie gemacht, ja. Aber ich habe mir, glaube ich, ganz viel Mühe gegeben. Also ich habe jetzt in der Corona-Zeit, hatten wir hier in den Schaufenstern Gewinnspiele. Also da musste man irgendwelche, keine Ahnung, wir hatten ein Gewinnspiel, da musste man Affen suchen. Da waren hier Affen versteckt in beiden Schaufenstern. Und dann konnten die meistens Kids, es haben aber auch andere Leute mitgemacht, Preise gewinnen. Oh. Ja, also das waren so in der Corona-Zeit wirklich Schaufenster. Das wurde mir heute auch noch ein paar Mal bestätigt, die so richtig die Laune hochgehalten haben. Und das ist in der Regel hier hinten noch zu, dann kann man gar nicht reingucken. Und dann gibt es ja aber irgendwelche Zählspiele. Ne? Jetzt haben wir Krassi beim Rasenmähen beispielsweise. Da hinten bin ich. Das ist ein ganz nettes Detail. Da ist meine Frau, da ist mein Jüngster, da ist mein Großer, der sitzt im Rolli. Und daneben bin ich mit einem hässlichen Hemd und einem Hotdog. Ich bin am Essen, ist klar. Und das ist so meine Family, das muss man aber auch erstmal wissen. Ja, und dann gehen wir hier so ein bisschen Lego-Geschichte, die Würfel. Gehen wir hier einfach mal rein. Jetzt zeige ich euch mal mein Lego-Lädchen. Das sind 30 Quadratmeter. Ich habe mir so Mühe gegeben, das wirklich so einzurichten. Vorgabe von mir selber war, ich muss mich sehr wohlfühlen. Das soll so ein bisschen sein wie ein Wohnzimmer. Man läuft quasi auf ein Schild zu. Das ist so 1,50 mal 1,50. Das ist gebaut aus Lego-Steinen. Und zwar mit Patina, also aus den 60ern, 70ern, neue Steine, also wenn du da näher rangehst, das hat so richtig, wie ich finde, dadurch so einen ganz speziellen Look. Und dann hat es hier gravierte Lego-Steine, also unten verbaut in der Ecke, think big, dream big, believe big, and the results will be big. Das ist halt so unten in der, und dann passt es halt auch, weil es so ein großes Schild ist. Da läufst du halt drauf zu. Wo hast du das her? Nur, oder hast du es selber gemacht? Da habe ich selber gemacht. Wow. Habe ich cool. Mit meinem Dad gebaut. Hat ein bisschen gedauert, bis wir die Steine beisammen hatten. Aber und dann musste ich jemanden, also es ist halt schwer, sauschwer. Dann haben wir hier zur Linken, ich wollte so eine, ja, wie sagt man, Pick-a-Brick-Wall haben. Davor stehen übrigens Geschenke. Die Leute sind wahnsinnig. Ich habe hier ganz viele Geschenke bekommen. Es ist so krass. Also wirklich super cool. Und auch dann Lego? Ich hatte neulich einen Stream, das muss ich mal kurz sagen, das hat mich, also ich glaube, der zweite Kunde, der hier heute reinkam, hat gesagt, hast du denn mittlerweile jetzt so einen von diesen Steinchentrennern, den grünen? Ich habe neulich da selber so eine Quizshow gemacht, ich mache das mal ab hier, ich kriege gar keine Luft. Ich habe neulich so eine Quizshow gemacht und da war eine Frage und die Antwort war grün, und weil es einen grünen Steinchentrenner gab. Und wurde ich gefragt, hast du den schon? Nein, nein. Und der Kunde, der darauf kam, hat mir ein Geschenk mitgebracht. Warte. Tada! Jetzt habe ich ihn. Wie cool. Richtig abgefeiert, mega gut. Aber also das liegt hier auf der Geschenke. Warte mal, drehe ich mal wieder. Also echt verrückt. Voll gute Flasche Wein hier. Mir auch noch hier mit Wilhelm Busch drauf. Fabelhaft, sagt er, passt. Dann haben wir hier einen Badebrick-Kaffeebecher. Dann hat einer gehört, dass ich Batman-Minifiguren sammle, hat mir hier irgendwie so einen Rahmen gebastelt mit einer Batman-Minifigur. Und richtig, was zu naschen ist immer wichtig. Briefe, wo ich nicht weiß, was da drin steht. Ich hoffe, es ist sehr viel Geld drin. Oder eine Rechnung. Genau. Hier von meinem Nachbarladen. Ich habe hier nebenan ist ein Hörgeräteladen. Der hat mir so schicke Blumen und dann... Hier noch ein tolles Geschenk und das ist eine Flasche Bier übrigens. Habe ich noch nie gesehen. Das sind, weiß ich nicht, ein paar Liter. Also das hat mich auf jeden Fall umgehauen, dass die Leute dann halt so Geschenke mitgebracht haben. Habe ich tatsächlich nicht mit gerechnet. Und die kamen auch von weiter weg. Also auf jeden Fall Wolfsburg war dabei heute, was ich schon krass finde, weil Wolfsburg ist echt nicht mal irgendwo um die Ecke. Rinteln habe ich noch in Erinnerung. Also keine Ahnung, wo es ist, aber hört sich deswegen auch weit weg an. Und ja, das ist so krass, also weil die setzen sich ja ins Auto, die können ja auch irgendwas anderes machen. Die können ja auch, was weiß ich, Heizöl hacken oder was weiß ich was machen. Und dann kommen die aber hierher gefahren. Ne? Das war wirklich, hat mich sehr, sehr berührt heute, hat mich sehr gefreut. Und ich hatte ja einen ganz kleinen, also mal dazu ist es ja Corona, ne? Und ich hätte normal öffnen dürfen. Das ist aber so, dass man, glaube ich, keinen Spaß hat, wenn du in so einem kleinen Laden bist. Ich zeige euch ja gleich noch mehr davon. Und dann ein Kunde hinter dir in den Laden geht und dann nochmal. Und du weißt nicht, dann räuspert sich einer oder die husten oder so. Trotz Maske kann das unangenehm werden. Deswegen habe ich gesagt, ich mache Termine so. Jeder hat eine halbe Stunde diesen Laden exklusiv. Da waren hier viele Familien mit Kindern heute. Es waren Einzelpersonen da, aber die hatten auf jeden Fall total eine schöne Zeit, glaube ich.
Also haben sie gesagt, glaube ich denen auch. Weil sie die halt konnten noch was entspannt. Sagen. Wie bitte? Schon gut, mach weiter. Ich laber so viel, ne? Nee, alles gut. Ich bin erstaunt, dass du noch so viel so gut bei Stimme bist nach so einem Tag. Nein, das Ding ist halt, ich bin halt voller Adrenalin. Ich habe 4 Stunden gepennt, dann bin ich hierher. Und das wollte ich noch sagen, ich habe Termine gemacht. Von 9.30 Uhr war der erste bis 22 Uhr, habe ich gerade den letzten rausgeschmissen. Und ich habe vergessen, mir Pausen einzuplanen. Das heißt, ich habe von heute Morgen um 9 Termin an Termin. Und mir hat tatsächlich die Technik das Leben gerettet, denn die Technik hat automatisch zwischen jedem Termin 10 Minuten eingeplant. Also das war, dann konnte ich mal Pipi machen, dann konnte ich mal was essen. Ja, genau. Aber ich bin mal kurz ruhig. Nee, alles gut. Nein, ich würde höchstens sagen, ich sehe hier im Chat sind zum Beispiel solche Leute wie Stonewalls oder Johnny's World. Ich meine, die können hier gerne mit reinkommen. Der Johnny kann dir doch einen Tipp geben, wie so ein Laden funktioniert. Der hat ja schon einen. Ja, genau. Also das Ding ist, Johnny, komm rein. Ich möchte hier erst einmal auch nochmal anstoßen. Ich habe ja, das ist ein gutes Stichwort. Moment, da wollen wir doch alle mit dabei sein. Hallo. Ja, Prost. Auf dich, Lars. Auf euch, vielen Dank. Prost. Tröstechen. Brichst du euch, man sieht dich gar nicht, du. Da ist irgendwas mit deiner Kamera. Ja. Das Schönheitsfilter. Ausnahmsweise heute leider mal. Ausnahmsweise. Technik. Das ist wieder Studentenheim, Wohnheim, wieder als Ausrede. Aufgrund des Internets. Ja, genau. Anders klappt es heute bei ihm nicht. Ja. Nur beim Schlafanzug. So, jetzt Lars. Das bin ich den ganzen Tag. Ja, Lars, du darfst weiter. Also nicht wundern, ich latsche immer, auch beim Zähneputzen, ich bin so einer, ich renne beim Zähneputzen in der Gegend rum. Ne? Ich kann irgendwie nie stillstehen, dann flitze ich immer durch die ganze Wohnung. Also es war heute ein fantastischer Tag, aber ich war ultra aufgeregt. Ja, also jetzt ganz viele Monate ja eigentlich noch mehr Zeit gehabt, das alles vorzubereiten, als üblich durch Corona. Aber trotzdem habe ich gestern noch bis 2:30 hier gewerkelt und du weißt dann irgendwie trotzdem nicht, gefällt den Leuten das so, wie du dir das überlegt hast? Also ich zeig mal so ein paar Kleinigkeiten hier, was ich mir so, also du rennst hier durch den Laden und dann hast du halt dann kommst du halt an so ein Benny und dann hat er so ein Schild und teilt dir was mit. Weil ich mich über sowas freuen würde, wenn ich durch so einen Laden laufen würde und gucke und dann steht da einer und der sagt, du bist super, würde ich cool finden. Oder hier so ein, was weiß ich, Shaggy, du bist ja nicht sicher mit dem Preis und sagt Shaggy, aber gönn dir. Gönn dir. Sehr subtil. So ja. Das hat beim Mediamarkt auch schon geklappt. Ja. Die sind halt hier überall verteilt. Und ich habe so eine alte Lego-Lampe und dann ist da so ein Blacktron-Raumschiff oben drauf gelandet. Das hat ein von den ganzen Leuten, die heute hier waren, hat das ein Kunde entdeckt und das war ein Kind, der war, weiß ich nicht, 3 oder 4. Der hat als einziger dieses Blacktron-Raumschiff oben auf der Lampe entdeckt. Da kannst du mal sehen, dass Kinder auf jeden Fall aufmerksamer sind als die meisten Erwachsenen. Ja, definitiv. Ja. Ich wundere mich, jetzt kommt hier einer rein, der heißt Dendemann. Das ist aber nicht der Rebbe, oder? Hast du das ist mein Cousin, der Dendemann. Ist nicht der Dendemann, es ist ein anderer Dendemann. Es ist ein anderer Dendemann, aber ich kenne den Dendemann kenne ich tatsächlich auch. Aber das ist mein Dendemann-Cousin wahrscheinlich. Ja, das schöne Grüße. 1-2, na cool. Ja. Also da bin ich sehr froh. Ich habe ein paar Leute gebeten, die auch vielleicht gar nicht so aus der Lego-Welt so sind, sondern weil es einfach, ich sag mal, hätte ich die heute wirklich gemacht, die Eröffnung, wären ja auch ein paar Familienmitglieder, alte Freunde und so da gewesen. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn auch ein paar von denen da sind. Also Lego-Freunde sehe ich ja hier schon, Thomas. Wie kann ich denn, ich habe nur ein Handy, ich sehe nicht alle. Ne? Ich sehe jetzt Chommy, Thomas, Steinchenklemmer, Moin, Grimona, Marcel, Spacebricks, Lembo. Boah, wie viele sind denn hier? Mark, Blockstar, Lüne-Tonstudio. Guck mal, der Lüne-Tonstudio zum Beispiel, sehe ich hier gerade, der hat keine Hose an. Da kann ich wetten. Der sitzt da. Wo kann auf ich die Kamera deaktivieren? Hier hat keiner eine Hose an, das war doch Voraussetzung. Das war ja meine große Angst, wenn das hier zu viele dabei sind. Da ist immer einer, der dann irgendwie sein Gemächt reinhält. Aber ich hoffe, das ist nur bei mir exklusiv. Also ich hoffe, dass Ben Briggs heute wenigstens noch rülpst. Also ein Rülpser muss drin sein, der da drauf. Oh, Kinder. Bruder! So geht das nämlich auch hier. Ne? Einmal gerülpst und schon ist die komplett aber hier der Ton weg. Ne? So, nein, ich schalte euch wieder ein. Alles gut. Ich würde auch gerne die Gelegenheit nutzen, wo ich schon gerade mich hier vor allem zum Feind gemacht habe, weil ich leider nicht lange bleiben kann. Ich wollte hier ganz herzlich zur Eröffnung des Ladens gratulieren, lieber Lars. Und wenn ich in der Nähe da oben bin, weil ich werde irgendwann auch mal wieder Richtung Nordsee pilgern, dann werde ich auf jeden Fall mal bei dir vorbeischauen
und ein paar Euronen sicherlich dort lassen. Von daher. Also daraus trinke ich jetzt direkt. Ja, cheers. Ach ja, na gut, dann müssen wir. Ja. Bisschen. Prost. Danke, Ben. So wohl. Immer dran denken, Kinder, die ihr da zuschaut, ne? Mit Bedacht. Kinder, ja. Ja. Genau, ja. Vielen Dank. Öffnung. Genau. So, Lars, du darfst ein bisschen weiterreden. Ja, wo war ich denn? Weiß ich gerade gar nicht. Also ich habe mir hier halt so ein paar Gedanken gemacht, weil, ach guck mal hier, der Bademeister. Es ist einer meiner ältesten Freunde, der hässliche Vogel in dem gelben Shirt mit dem vollen Haar und dem Weinchen. Weinchen? Mhm. Okay. Der Martin ist jetzt aus der Schweiz zugeschaltet. Wie ist denn das Wetter bei euch? Traumhaft. Wir haben Sommer. Eis du und... Du hast noch Pferdchen ja. gekriegt, Alter. Schön. Hier scheint die Sonne. Und du bist wirklich Bademeister? Ja, tatsächlich. Wow. Ja. So, ich dachte, toll, aber ja. Werder Bremen. Das ist... Das ist wie Lars, das Hobby zum Beruf gemacht. Ja. Das ist gut. Sehr schön. Mir das sehr was ist, da fragt man sich natürlich beim Bademeister, was genau ist sein Hobby? Weil er ist ja in der Regel nicht im Wasser. So, aber, Kinder aus dem Pool scheuchen. Genau, ja, Autorität. Er macht ja genau. Aufgüsse, ne, oder was? Ich mache alles. Aber herzlichen Glückwunsch auch nochmal aus der Schweiz hier für deinen Laden da. Ich finde das Dankeschön. Geil. Dankeschön. Wir müssten diese Eurovision eigentlich noch einspielen. Das wird passen heute, aber. Aus Österreich ist diesmal. Gestern haben wir ja jemanden aus Österreich. Der ist heute gar nicht da. Ja, so ist es. Mal sehen, ob Alf noch kommt oder sowas. Aber ich glaube, der. Mal schauen. Nee, der hat gesagt, bis übermorgen hat er mir Ach so, gesagt. Nee, dann. Der echte Alf kommt vielleicht noch. Ja, wer weiß. Ich höre mal zum Einschlafen. Dann zeig doch noch mal ein bisschen was. Was hast du denn da? Ja, genau, pass auf. Glückwunsch auch aus dem Ruhrgebiet. Oh, aus dem Ruhrgebiet. So, pass auf, ich habe hier für die Leute, die Lego-Geschichte mögen, ich habe da kürzlich einen Artikel drüber geschrieben. Du kriegst dir zum Beispiel Bayer-Test-Shots. Ne, das sind so, ich weiß nicht, wer das vielleicht noch nie gehört hat, müsste vielleicht auch mal die Seite vom Spielwareninvestor gehen. Da habe ich einen Blogartikel geschrieben dazu. aber sowas hätten wir hier. Wir haben zum Beispiel auch die gibt es ja offiziell gar nicht, so Marble Bricks, ja, die dürften ja eigentlich gar nicht im Umlauf sein. Das passiert halt immer so, immer so ein Stein, wenn jetzt quasi der Kunststoff in einer Maschine, sieht man das so, wenn jetzt der Kunststoff in der Lego-Maschine beispielsweise von Rot auf Blau gewechselt wird irgendwie, dann kommen diese Steine raus, die gehören natürlich eigentlich geschreddert, aber irgendwie sind sie in die Freiheit entkommen und dann gibt es dann Sammlermarkt für. Ich selber finde die großartig, mag sowas. Und sowas kann man dann halt hier auch zum Beispiel kaufen. Ich wollte halt, es gibt ja Loblet nicht mehr, leider. Und ich wollte halt so ein bisschen für die Leute, die Loblet vielleicht auch vermissen, so Spezialsachen auch hier anbieten, die es in Loblet gab, wo du reingegangen bist und gedacht hast, boah, wie cool. Also jetzt ein Beispiel, keine Ahnung, hier so ein, das ist zum Beispiel so ein Mitarbeiterpokal. Ja, also es ist ein Pokal, den hat Lego quasi an seine Mitarbeiter vergeben für Verbesserungsvorschläge. Wie spare ich dem Unternehmen Geld oder wie kann ich Prozesse optimieren? Und dann wird monatlich sowas ausgelobt, dann kriegen die Geld und Pokal. Sowas zum Beispiel. Hast du ein Loblet bekommen, kriegst du jetzt hier. Ich habe nämlich was geschafft, ich habe da ein bisschen Energie reingesetzt. Ich habe die Leute, die diese Sachen in Loblet platziert haben oder viele davon, ausfindig gemacht. Viele davon sind sogar Deutsche und die haben sich bereit erklärt, mir Sachen zur Verfügung zu stellen, wie sie es früher bei Loblet gemacht haben, die dann aber hier im Laden landen. Okay, spätestens also, jetzt hast du mich. Ich komme vorbei. Genau, also das kommt. Also da bin ich auch super happy drüber. Und das mische ich halt mit, wir haben auch hier, das wird den Henrik freuen, wir haben Dots ohne Ende, ne? Dots. Ich glaube im Übrigen, das hätte tatsächlich was werden können, wenn wir einen Sommer gehabt hätten, wo Schulhof hätte klappen können. Haben wir jetzt bisher nicht gehabt. Mal sehen, was das wird. Wir haben aber auch, was weiß ich, so ganz den Jago. Dann hast du halt neuen Krams, ne? Hast aber auch hier so ein bisschen älteren Krams, ne? Oder sowas. Also ich versuche das halt so zu mischen, dass Fadi sich freut, dass die Kids sich freuen, dass was für Mädels dabei ist, ne? Dass du halt Friends hast, dass du halt Klotzköpfe natürlich, also Brickheads halt ein paar da hast. Und natürlich auch das Buch, wer übrigens hier, das Buch, wer den Klotzköpfe-Katalog hier im Laden kauft,
kriegt natürlich die Minifigur dazu. Dann musst du natürlich auch ein paar alte Sets da haben, so ein bisschen teureren Kram für Leute, die nicht wissen, wohin mit dem Geld und so weiter. Und ja, dann auch Star Wars Sets, ne? Mit solchen Setnummern oder mit solchen Setnummern. Ne? Also, dass du halt diesen Spagat, dann haben wir Minifiguren da, also aus verschiedenen Serien und dann aber bis da hinten, weil das halt vielen Leuten auch Spaß macht. Wenn Corona vorbei ist, haben wir dann hier in diesen Kisten so gebraucht Lego-Steine, die kannst du dann abwiegen und dann ist das die Hälfte vom Preis von dem. Also das wird auch abgewogen, Neusteine. Und das ist dann halt für Kids so, ja. Dann habe ich heute, und das werde ich umsetzen, das muss ich noch kurz erzählen, einen Tipp bekommen. Ich habe alle Leute gefragt, die hier rein sind. So, was kann man verbessern? Was würdest du dir wünschen? Und dann hatte ich von einem Junge, der war vielleicht, lass ihn 10 gewesen sein, hat mir einen super Tipp gegeben, das werde ich auf jeden Fall umsetzen. Für Kids. Und zwar Stichwort Minifiguren-Sammelserie. Ich schalte mal kurz um. Die aktuell ist noch im Zulauf. Ist etwas peinlich. Ich habe noch ein paar andere hier. Da hast du ja immer das Problem, wenn du dann an diese Tüten gehst, du kriegst nicht immer das, was du möchtest. So, für uns Erwachsene ist es vielleicht ein bisschen ärgerlich. Für Kinder kann das halt echt, die haben vielleicht nicht so viel Taschengeld wie der ein oder andere Papi. Und jetzt für Kinder, also ich sag mal, für Kinder bis 18 Jahre mache ich hier, das kommt noch, das habe ich heute, die kommt hier eine große Wand hin, so. So mit, ja, so Lego-Noppen, so ähnlich wie hier. Und alle Minifiguren haben doch diesen Stand, wo die draufkommen. So, und da stecke ich mal einmal oder zweimal eine komplette Serie an diese Wand dran. Und jetzt können die Kids sich so eine Minifiguren-Serie kaufen, können fummeln. Und wenn sie jetzt aber eine Figur haben, wo sie sagen, oh nee, die habe ich jetzt schon dreimal oder die wollte ich überhaupt nicht, ich hätte lieber eine andere, dann können sie die halt, packen sie vom Laden aus, so, dann können sie reinkommen, können die tauschen, ziehen eine ab, die sie lieber hätten, stecken die dran, die sie nicht brauchen, weil sie vielleicht schon 10-mal haben oder so. Das für Kinder, weil ich genau weiß, ich bin ja selbst ein Erwachsener, Hallodri, die würden das ausnutzen, aber für Kids, die einfach diese Sammlung vollkriegen wollen und denen ganz egal ist, was jetzt eine Figur wert ist in irgendeiner Serie, sondern die das vollkriegen wollen, für die ist es dann. Dann können sie halt tauschen. Ne? Also das fand ich eine geile Idee von einem Kind und das wird definitiv schon morgen umgesetzt. Das baue ich direkt an, fand ich voll geil. Ja. Also deswegen viel sprechen mit den Leuten. Wir haben hier, warte mal, zum Beispiel auch, das ist ein ganz berühmtes Mock von One Case. Das ist ein ziemlich guter, berühmter Lego-Designer. Und ein Freund von mir, der war früher Musikmanager, der hat sich quasi, ja, der hat seinen Beruf an den Nagel gehängt und macht jetzt hauptberuflich Mocks. Also der sammelt diese Steine auf Brickling zusammen und ja, verkauft so Bausätze von dem ganzen Kram. Das bedeutet, du kannst halt das bei dem kaufen. Kriegst die Anleitung, der arbeitet auch mit One Case tatsächlich zusammen, im Gegensatz zu Leppin, ja, die sein Dings auch kopieren beispielsweise und das einfach klauen. Der arbeitet mit denen zusammen, sucht über Bricklink über Jahre jetzt schon diese Steine zusammen und verkauft halt komplette Bausätze. Bei mir im Laden kriegst du den besten Preis, kriegst du nirgendwo im Internet. Und ich habe mir extrem, also extra dieses Set gewünscht. Und er hat gesagt, ich kann es nicht mehr herstellen. Das war später bei einem Verkaufspreis von 1.300 Euro, weil da irgendwelche Platten pro Platte irgendwie 10 Euro gekostet hat. Dann habe ich gesagt, bitte für Bardubrick die Farben ein bisschen ändern, die Farbnuancen. Nimm irgendwas Erdfarbenes, was es noch gibt und zack, gibt's das. Kriegst du exklusiv hier, wird dann an ihn weitergegeben und so weiter. So was mache ich dann. Oder so Kooperation mit einem berühmten Lego-Baumeister hier aus Lüneburg, der hat jetzt einen Kalender erstellt, wo der so Wahrzeichen der Stadt quasi nachgebaut hat. Sehr, sehr geil. Also zum Beispiel das Rathaus, das ist so unser Lüneburger Rathaus zum Beispiel. Also mega gut. So, und dessen Kalender verkaufe ich halt auch hier so als lokale Anlaufstelle, ohne da was für zu nehmen, einfach weil ich es cool finde. Ich versuche das alles so ein bisschen zu vereinen und das auf 30 Quadratmeter. Und das ist halt gar nicht so einfach. Ne? Also ich habe hier auch Schloss Hogwarts oder Schloss oder Joker Manor oder solche Sachen stehen. Aber es nimmt halt irrsinnig viel Platz weg. Und wenn du das dann so ein bisschen mischen willst mit noch ein paar anderen Sachen, aber man muss kreativ werden, das kann ich ja einigermaßen. Sehr, sehr cool. Wir haben ein paar neue Leute dazu bekommen. Also man will weiter mitfeiern. Da sehe ich den Lukas zum Beispiel neu dazu bekommen. Gerade eben war einer, der nannte sich einfach nur Fan von Lars. Das kann jeder gewesen sein. Becker gewesen sein. Ist er noch da? Wo habe ich ihn rausgerutscht? Er ist da. Das war ja. Timo. Ah. Du musst was sagen, Timo, nicht nur winken. Wo ist er denn?
Ach da. Hier ganz unten. Da unten, jetzt sehe ich ihn auch, ja. Ihr könnt mir jetzt auch mal danken, weil jetzt seht ihr das erste Mal Lukas privates Spielzimmer mit so nerdigen Star Wars Postern im Bilderrahmen an der Wand. Hallo Lukas. Ich bin tatsächlich ausnahmsweise mal in den heiligen Hallen zu Hause und nicht mehr im Büro. Deshalb die Wohnzimmerdekoration im Hintergrund. Sehr schön. Vielen Dank, dass du dabei bist. Was gibt's denn da Schönes? Apfelschorle? Nee, ich habe mir tatsächlich auch mal, weil ihr eben alle angestoßen habt, habe ich mir auch mal hier zumindest so ein Weizen mit Sprite gemischt. Ja, das war Stichwort. Auf Prost. Zum Wohl. Zum Wohl. Ich habe auch noch ein paar Chips hier. Wo sind die Schnittchen? Ja, ich weiß nicht, ob es Shampoos. So eine Aktion schon mal gab. Also ich bin total perplex, also von den ganzen Geschenken, von den ganzen Leuten, weil für mich, ich merke mir das im Herzen, wenn man mich verarscht, merke ich mir das. Ich merke mir das aber auch genauso gut, wenn, also alle, die hier sind, ich gucke es mir auch nochmal an, komplett diesen ganzen Quatsch, was ich hier rede, gucke ich mir nochmal an, wenn du es noch ein bisschen online lässt, Henry. Und ich merke mir das alles. Ihr seid alle im Herzen, alle, wie ihr da seid. Obi-Wan kenne ich zum Beispiel überhaupt noch nicht, aber der Name grundsätzlich ist schon mal großartig. Grüß dich. Ich weiß auch, worauf es anspielt, obwohl ich mich bei Star Wars nicht so auskenne. Der Patrick ist dabei, den sehe ich. Ich habe hier leider nur ein Handy-Display, deswegen kann ich hier... Alles gut, ich grüße dich. Mischa! Hi. Der Mischa von 43,5, der in seiner, sagen wir mal, nicht ganz alltäglichen Bude da gerade hockt. Ist der das ist ein dafür Endbild? Das ist keine Fototapete. Ist keine Fototapete, ne, Mischa? Nee, das ist hier der schöne, schöne Hintergrund. Ja, ja. Aber dir habe ich halt dieses Bier zu verdanken. Ich habe irgendwann mal so, ohne Böses zu ahnen, quasi einen riesigen Karton gehabt. Irrsinnig schwer, der Postbote hat geflucht und da war halt echt A-Vollbier, super geil. Also das steht halt, die Setnummer ist halt die Postleitzahl von Badenwig, dann ist das ein 16-Plus-Set. Hier die Steine kann man erkennen als Schaum, dann also mega gut, helles Bier, Brickbräu, A-Vollbier, mega gut und dann halt mit dem Logo. Aber normalerweise wollten wir das ja zusammen trinken, aber war da nicht auch noch die Anekdote, dass das Paket so schwer war? Und irgendwie deine Frau dir Bescheid gesagt hat, du Lars, da ist draußen ein Paket und du hast mir gesagt, nicht mehr reingebracht. Das schleppst du selber. Ja, das kriege ich nicht angehoben, genau. Ja, also genau so war es dann tatsächlich. Und ich habe schon selber ein paar Dosen davon vernichtet. Es sind auch noch ein paar da. Ich verspreche dann auf jeden Fall hiermit hoch und heilig, wenn wir das dann alles persönlich nachholen, dann komme ich auf jeden Fall mit einem Kofferraum voll mit dem Zeug, dass wir dann alle nochmal in echt anstoßen können. Also hau die. Er hat anstoßen gesagt. Achso, ja. Toll. Wir hatten gerade eben auch noch jemanden, jetzt ist er wieder weg, wollte ich sagen. Der hatte den fantasievollen Namen Huawei irgendwas. China, Leppin ist auch da. Der Jonathan ist auch da. Moinsen. Hi, Lars. Du, so unrasiert kenne ich dich gar nicht. Corona auch schon bei dir unterwegs, wa? Auf jeden Fall. Ja, sieht gut aus, oder? Also mir gefällt es. Steht dir auf jeden Fall. Petzenbrick ist jetzt auch da, genau. Genau, ich habe es endlich geschafft. Juhu. Und du bist also eigentlich auf einer Grillparty heute, oder? Ich war auf einer Grillparty, ja. Wurde aber langsam kalt und gegessen habe ich auch. Und da habe ich mir gedacht, dann gucke ich jetzt, dass ich dann doch noch zeitig nach Hause komme. Und bin dann endlich hier. Cool, sehr schön. Da hat sich gerade, wer war das? Ivan? Ivan, bist du derjenige, der mich auf Instagram schon ein paar Mal angeschrieben hat, ob er mit in den Stream darf? Ist das richtig? Genau, ich habe das nicht geschafft. Er guckt noch. Ich höre so im Hintergrund, das klingt so ein bisschen wie jemand über 5 Satelliten zugeschaltet. Aus dem Krisengebiet. Aber er hat auch eine schöne Fototapete auf jeden Fall. Also ähnlich wie bei Mischa, nur ein anderes Thema. Über wen redest du gerade? Ich sehe hier gerade einen Ivan. Ivan, kannst du mich hören? Ja. Bist du derjenige, welcher? Oh, Prost. Ivan hat Prost gesagt mit einer Geste. Prost. Ja, Prost. 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 Oh, ja, aber Moment. Prost. Jo. Jetzt hole ich mir auch ein Bier. Prost. Wenn das so weitergeht, bräuchte das zweite. Ja, das dritte schon, Thomas. Ja. Blenden Sie gleich noch eine Nummer von den anonymen Alkoholikern ein.
Nur, dass man weiß, wo man sich danach dann noch hinwenden kann. Henry, erst nach dem 31. Als Niedersachse wollte ich noch virtuell Brot und Salz da lassen. Ich weiß nicht, ob das auch macht, aber beim Einzug macht man es ja, also virtuell Brot und Salz. Oh, warte, das zeige ich noch. Das war Blockstar, ich habe die Stimme gehört, ich habe noch keinen. Genau, es war auch nur Toastbrot und es ist auch nur Salz so hier aus der Küche geklaut von meiner Ex-Frau, aber für dich zum Einzug eine virtuell. Alles Gute für die kommenden 5 Jahre Minimum. Ne? Oh, du hast es ja sogar schick gemacht. Vielen Dank. Ja, natürlich, extra, das mag ich immer. Hast du gerade gesagt, mich aus nicht. Niedersachsen? Ich bin ja eigentlich gebürtiger Niedersachsen. Ich komme aus der Nähe von Holzminden, Grenzgebiet zu NRW. Also wenn ich bei dir gewesen wäre, wäre ich, glaube ich, der weiteste so aus, ne, dem wunderschönen Niedersachsen. Aber jetzt bin ich in Stuttgart. Jetzt wird es cool. Noch weiter. Ja, und hättest du ja trotzdem vorbeikommen können. Na, aber hast wahrscheinlich keinen Flieger bekommen, nehme ich mal an. Ja, kein Flieger mehr, genau. Wohlsein auf dich, Lars. Ja. Danke dir. Ja, schon wieder. Prost. Prost. Tschüsschen. So, Entschuldigung. Ganz viele Leute aus dem Team auch da. Der Lembo, den sehe ich. Der Lembo. Ja. Hallihallo, lieber Lembo. Grüß dich, Lars. Vielen Dank, dass du dabei bist. Ja, ja, klar. Schade, dass unsere Party heute nicht geklappt hat. Aber wir holen es nach, aber vermutlich erst im nächsten Jahr. Aber ja, dann auch mit bei dem letzten Termin habe ich es ja extra eingerichtet und wäre hochgekommen, aber jetzt ist es halt nicht so. Aber ich habe eben schon meinen Brief gesehen auf deiner Heizung. Mal gespannt. Ja, ich weiß gar nicht, was das alles ist. Ich habe aber schon gesehen, dass ein Brief von dir ist. Das stimmt. Und auf dem anderen steht letzte Mahnung. Berufungsklage. Ja, waren auch dabei. Also das muss man ja auch mal sagen. Wir machen hier auch so, ich bin ja selber so einer. Ne? Ich rede ja gern Quatsch und so, aber das kostet ja auch schon echt eine Menge Geld. Also das ist ja auch so ein bisschen spinnerten Kram, was ich mir da so überlegt hatte, das war ja jetzt auch, ich habe mir immer gewünscht, so im Herzen irgendwann mal einen Lego-Laden und dann war es aber so, dass ich, also ich liebe auch diesen Ort, also Badowick kann man vielleicht nochmal was zu sagen, über 2000 Jahre alt und wir sind vorhin gerade drauf gekommen, weil derjenige, der, ich glaube, der aus, muss ich jetzt lügen, der aus Rinteln oder der aus Wolfsburg kam, der wollte sich noch den Dom angucken und der Badowicker Dom, da habe ich geheiratet und Achtung, Franz Beckenbauer auch. Franz Beckenbauer hat seine jetzige Frau, die er jetzt auch immer noch hat, hier im Badowicker Dom geheiratet. Warum? Weil seine jetzige Frau aus Badowick kommt. Ah. Also, kleine Nebengeschichte. Und mich jetzt. Guck mal, da ist er. Das ist der Badowicker Dom, genau. Ja, wir haben unseren Außenreporter kurz mal rausgeschickt. Der hat da nochmal. Ja, bei uns ist aber eine gute Kamera, dass das Bild noch hell ist. Und noch ein schöner alter Audi A3 der ersten Generation. Da kannst du mal sehen, an dem Audi, wie alt der ist, wie lange es den Dom schon gibt. Okay, Audi also seit Euro 3. 96 rausgekommen. Ich habe auch noch eine aktuelle Aufnahme hier, warte mal. Da. Das ist, so sieht es, glaube ich, gerade jetzt. Ja, ganz jetzt kann ich es missen. Oh ja. Ja. Also ja. Es geht, die Felder sind Legende bestellt. Ja, es gibt die Legende, dass Badowick tatsächlich älter oder beziehungsweise größer war früher als Hamburg. Also es ist jetzt schon ein paar Jahre her tatsächlich. Aber auch noch eine schöne Anekdote, der Badowicker Dom wurde das zweite Mal renoviert aufgrund von verwohnt. Nenne ich es jetzt mal, da hat Kolumbus gerade Amerika entdeckt. Also so alt ist dieser Ort schon. Ui. Und also ich liebe das hier halt. Ne? Und deswegen, ich wollte eigentlich erzählen, da stand hier halt so ein Laden leer und ich habe so gedacht, boah, Frau gefragt, die so, nee. Und ich so, ja, okay, schade. Und habe dann aber, ich glaube, ein paar Mal hintereinander noch gefragt und hat sie gesagt, mach und geh mir nicht mehr auf den Sack, so ungefähr. Ja, und dann hatte ich alles fertig und so weiter. Und dann kam Corona, ne? Also echt so eine Woche vorher habe ich ja dann noch gesagt, nee, kann ich nicht aufmachen, weil das Ding ist, wenn du hier reinkommst, und da bin ich auch nach wie vor, da scheiße ich auch auf also wirklich, habe ich auch heute, ich habe leider Leute wegschicken müssen, die halt das nicht gelesen haben oder so, dass es mit Termin ist. Guten Markus. Alle Kids haben dann noch ein Polybag in die Hand gekriegt, weil Erwachsene wegschicken ist doof, aber das geht immer noch, aber Kids wegschicken ist tat mir richtig weh. Und die haben dann noch ein Polybag mitgekriegt, aber mir ist halt wichtig, dass wenn du hier reinkommst, dann musst du halt komplett abschalten können und ein schönes Gefühl haben. Und zwar die ganze Zeit und nicht so denken, ich weiß nicht, komme mir nicht so nahe oder das ist irgendwie. Deswegen habe ich auch eine Maske auf. Mir hat heute irgendwer erzählt, ich will niemanden hier an. Wirklich, ich sag's nur, aus Frankfurt habe ich heute eine Mitteilung bekommen. Ja, schön, dass du eine Maske auf hast. Ich war heute bei einem anderen Laden, da war das nicht so. Keine Ahnung, ich habe es nicht nachgeprüft. Aber es find's halt, wenn du irgendwo reingehst und sagst,
den Leuten, setzt bitte eine Maske auf, muss doch selber eine aufhaben, sonst fühlen die sich da wiederum irgendwie doof. Ey, das ist ganz das ist ganz oft, egal wo du hier auch in Kiel, in vielen Supermärkten, ist halt wirklich so, da haben die Leute einfach keine Maske auf vom Personal. Also alle musst, Kunden, ja. Aber gesetzlich ist das wohl nicht so. Also musst du nicht. Aber ich finde es halt auch fragwürdig, aber. Das Personal muss tatsächlich, außer bei Rewe. Rewe hat zum Beispiel die Ansage an sein Personal, die müssen alle. Ja, die haben so einen Vollschutz sogar. Ne? Ja, das war schade. Gut. Trinken habe ich gehört. Ich versuche zu reden. Ach, dann dreht. Hat sie trinken Lars, gesagt? Gibt's denn sowas wie das Set des Tages, was sich heute bei dir am besten verkauft hat? Hat sie da was über eine Serie, die sich da bei dir rauskristallisiert hat? Also am häufigsten hat sich heute dieses exklusive Ladenset verkauft. Also tatsächlich vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Flo Bricks, der die Idee hatte dazu tatsächlich. Wir haben es dann gemeinsam entwickelt und vielen Dank an, ist Brick Story noch da? Nee, der ist ja, ich bin noch doch da. Du kannst jetzt Marcells Gesicht. Ich hab übrigens auch einen Anzug an, wo ich das jetzt hier gerade sehe. Ach ja, ach Macher. Heute funktioniert meine Kamera. Glaube ich nicht. Armani also, wahrscheinlich, oder? Mindestens, ja. Mindestens, klar. Auf jeden Fall. Die Rolex auch. Entschuldigung, die ist so süß, die Geschichte, die erzähle ich gleich noch. Aber Brick Story hat hier für dieses Set die Anleitung gemacht, weil ich das nicht kann. So, ich lagere gerne aus, wenn ich was nicht kann. Ich gebe zu, wenn ich was nicht kann und frage dann Leute. Und netterweise hat er das gemacht. Du hast übrigens das Set noch nicht, wollte ich dir schicken, fällt mir gerade auf. Ich habe das schon hier. Also ich habe ja, hab die Limited Edition, die noch kein anderer gehabt hat. Ja, damals. Ja, genau. Also nette Geschichte, muss ich kurz erzählen. Und zwar hatten wir hier heute eine Mutter da mit einem Kind. Der Junge war so, ich müsste schätzen, ich weiß es nicht, 12 würde ich sagen. So. Und wir kamen so ins Reden und dann war so irgendwie auf YouTube und sag, ah, guckst du auch so ein bisschen YouTube und so, guckst du auch so ein bisschen was über Lego? Ja. Und dann habe ich ihn gefragt, was ist denn so dein Lieblings-YouTube-Kanal? Und dann sagt er dann, ja, hier Brick Story. Ich sag, Brick Story, weiß ich nicht. Ja, das ist so ein roter Stein und man weiß nicht, wie der aussieht und dann erzählt er und macht dann jeden Tag ein Video und so. Ich sage, aha, okay. Ja, du, sag, wollen wir den mal anrufen? Und dann guckt er mich an. Also so, als würde ich ihn verarschen wollen. Ja, und dann haben wir dich ja angerufen und habe ich ihm das Handy gegeben. Und das war so süß. Das war, also es war für mich das Bild des Tages. Denn so kleiner, der war ja gar nicht mehr so klein, aber halt ein Junge mit dem Handy in der Hand, so am Zittern. Und dann so, ja, hallo. Und also, ne, also voll süß. Die haben sich nett unterhalten und der war total selig. Und das war echt, also vielen Dank nochmal an dieser Stelle an Brick Story. Ja, also ich möchte anmerken, dass ich mindestens genauso aufgeregt war. Also das auch noch nicht gemacht. Ja, das war cool heute. War FaceTime bestimmt, oder? Genau. Ja, der kommt nicht wieder in den Laden, als er das gesehen hat. Glaube ich, hier noch wieder welche reingekommen? Sind welche gegangen? Ich sehe hier eine Galaxy S9, ein Modnoff. Der Brickbauer? Ja. Mann der Hashtags. Ja. Mann der Hashtags. Ach, guck mal, Modnoff, der Brickbauer. Jetzt sehe blaue Apfelsine. Ich bin so froh. Genau, Ivan. Jetzt sehe ich Ivan auch wieder. Ich habe schon mal gehört. Ivan, du hast mir auf Instagram geschrieben, ne? Ja, genau. Du wolltest schon Ich wollte ja noch eine kleine Geschichte erzählen zu dir. Und ja, zwar, dann mach doch. Ja, jetzt aber. Was Schmutziges? Nee, nichts Schmutziges. Also wie ich halt auf Lars aufmerksam geworden bin, auch in Österreich, ne, gibt es ja sein Buch zu kaufen von meinem Lego-Deal des Vertrauens. Und ich konnte ja mit den Brickheads gar nichts anfangen. Ich hasste ja die Dinge. Ne? Also, so gesehen. Aber ich habe dann selbst mal angefangen, habe mir das angeschaut und habe dann von mir selbst auch eine kleine Figur gebaut. Ja, trifft. Warte mal, ich muss, glaube ich, jetzt, wo ist er denn jetzt? Bei mir ist er jetzt irgendwie, warte, halten, wo ist er denn? Ich sehe ihn. Du siehst ihn, das ist ja schön. Da, jetzt habe ich ihn wieder. Warte mal, jetzt kann ich dich auch einzeln schalten. So. Ach, süß. Ja, du hast ein Gesicht geschnitten. Ein bisschen hängt die Mütze schief. Die Brille. Das meine ich auch, ja. Jetzt. Ich dachte, das war Absicht. Ja. Das war so süß. Das sind ganz witzige Dinger.
Dann bist du quasi über das Buch zu den Brickheads gekommen und bist jetzt abhängig oder was? Und hasst mich jetzt. Ja, abhängig nicht, sage ich jetzt nicht, aber sie sind nicht so schlecht. Ja, also mir gefallen sie gut. Mir gefällt jetzt, dass du jetzt aus Österreich bist. Jetzt haben wir wirklich Eurovision, weil wir haben Schweiz dabei. Jetzt haben wir doch einen Österreicher, einen Quotenösterreicher. Ja. Und Deutschland sind auch ein paar dabei. Und ich freue mich auch, dass ich Motten auf den Brickbauer mal sehe. Ich kenne dein Instagram-Profilbild, aber jetzt habe ich auch ein Bild dazu im Kopf. Schön, ja, dass du da bist. Die Presse kann ich halt nicht verstecken, ne? Grüße nach Schermbeck. Ja, schön. Oh. Ich versuche es immer zu vermeiden, wo ich herkomme. Und du, Jörn, sagst es jedes Mal. Zack! Ja, Prost! Wir sind doch unter uns. Prost! Prost! Prost. Oh, eine große Familie. Ja. Genau. Ah, ja, schön. So, Moment, ich muss mal ganz kurz unterbrechen. Einen Moment. Da, warte mal, wie geht das jetzt? Weil wir, das wurde ja gerade eben schon erwähnt. Moment, so. Ah! Ja. Geil. So, genau. Das sollte doch nur kurz. Wenn wir schon alle dabei haben, dann wollen wir sie doch auch. Du hast ja auch richtige Streaming-Skills da angeeignet, also seit gestern, wo wir es getestet haben. Seit gestern habe ich hier nur noch geübt. So wie so ein DJ spiele ich das jetzt hier alles. Oh, nö. Genau. Ein bisschen Tony Stark-mäßig. Seit wann bist du Experte? Seit gestern? Ja, genau. Guck mal, Thomas Neumann, Brickstory, nur dass man es mal. Du hättest auch einfach ein Bild von irgendeinem gut aussehenden Mann da reintun können. Wir hätten es ja alle abgenommen, ne? Guck mal, ja, Thomas Neumann, wir wissen alle nicht, wie Thomas, also ich zumindest nicht, wie Thomas. Ah, er sieht ja wirklich so aus. Okay. Dankeschön. Ah, Moinsen, mein Lieber. Das ist ja schön. Ja, tu mal, Lars kenne ich auch nicht unter dem Namen Thomas Neumann. Ich hab Thomas, Thomas ist ja auch kein Name. Thomas ist ja ein Sammelbegriff. Das ist ja das stimmt. Aber wenigstens sammeln wir hier alle gemeinsam. Ja. Ich habe seit 20 Minuten versucht reinzukommen, aber ich habe gestern vergessen, dir zu schreiben, mein lieber Freund. Aber hast du mich gerade angerufen? Warst du das? Ja, nee, das war das Handy neben mir von der jungen Dame hier. Guck mal. Und hab ich gesagt, tu mal das Handy her. Ey, ich sag mal, hätte ich das gewusst, wäre ich rangegangen. Muss die Nummer löschen, mein Freund. Nein. Du Verlauf, behalt die. Falls du mich mal suchst. Darf ich nochmal zum Laden ein bisschen was fragen? Also, ja. Wir hatten ja gestern kurz schon drüber geredet. Und was mich nochmal interessieren würde, nochmal, dass du es vielleicht nochmal nochmal was dazu sagst. Der Laden hat nicht jeden Tag auf, ne? Also, sondern nur an. Wenn Muttertag auf einen Sonntag fällt, ne? Oder wie ist das? Ja, warte, ich habe das so für mich gemacht, das ist immer so, Freitag ist Freitag, also immer am Freitag. Immer am Freitag, ich kann das auch kurz erklären, warum nur am Freitag, das war auch... Das erinnert mich an so einen Song von Fantastischen Vier, aber die war immer nie da am Freitag. Ja, am Freitag war sie nie da. Ja, nee, das ist halt so, dass ich pflege hauptberuflich meinen Sohn. Also alles, was ich mache, so mein Podcast, Blog, was ich mache, noch anderen kreativen Quatsch, das mache ich tatsächlich so nebenbei, ist auch irgendwie gelogen, weil ich irgendwie den ganzen Tag, also ich habe so, Lego nimmt so ungefähr 12 Stunden des Tages bei mir ein. So, das ist tatsächlich so. Und dann, aber auch immer mal mit der Familie so. Also ich spiele ja auch gerne mit den Kids und so weiter. Und am Freitag hat meine Frau frei. Das ist so der Hauptgrund. Und dann kann ich halt auch mal raus und ein bisschen länger spielen. Und deswegen ist es am Freitag. Und ja, um das so ein bisschen... Ich habe das damals dem Vermieter ja auch so... Also ich bin ja hier, das ist ja ein Mietobjekt sozusagen. Und hier wollten ja ein paar rein. Hier wollten einen D2-Laden rein, Dönermann und so. Sorry nochmal an euch. Und ich habe dann aber so erklärt, was ich vorhab, und der hat es gar nicht verstanden, also überhaupt nicht, ne? Witzige Geschichte, und so Lego und okay, er wusste, was das ist und so, aber das, so, wie soll das funktionieren? Und dann habe ich gesagt, ja, aber nur einmal die Woche. So, was? Und dann so, ja, aber bis 10 abends. Was? Also so richtig so, überhaupt nicht verstanden. Und dann ist was passiert, das war kurz vor Weihnachten, hatte ich ja erzählt, und dann habe ich ihm einen Nussknacker geschenkt, einen Lego-Nussknacker. Und den hat er dann mitgenommen und wir haben so gesagt, ja, wir telefonieren nochmal. Und dann war es so klar, der hat ihn zu Hause gehabt, hat einen Tag später angerufen und hat gesagt, ich brauche noch so einen.
ist das möglich? Ja, ja, sicher. Noch so ein oder war Mietvertrag klar? Und dann hat er nochmal zwei Wochen später, hat er das erste, hat er hier den hier, ob ich sowas, er hätte ein bisschen gegoogelt, ob es auch sowas gäbe, sozusagen hier den Bulli, ne? Und dann, also ich glaube, den habe ich auch angefixt und jetzt versteht er das und jetzt ist so die ganze, wenn die mal hier sind, die kommen nicht, kommen von ein bisschen weiter weg, dann sind die halt auch hier und freuen sich. Ich lasse sie nur nicht rein, weil sie keinen Termin haben, aber ist das, ja, das Vermieter ist so, muss ich auch ankündigen. Also das, und hier diese Ladeneinrichtung, ne, kann ich auch noch was zu erzählen, wenn das gewünscht ist, weil ist warte mal, Lars, ganz kurz. Die Freitag frei, deine Frau hat Freitags frei, war das Stichwort. Die hat mir gerade noch eine WhatsApp geschrieben, deine Frau. Ich soll dich ganz schön grüßen. Komm nach Hause. Du sollst dein Zimmer aufräumen. Das waren die Eltern von Marcel. Da haben wir etwas durcheinander gebracht. Ja, genau. Okay, du sollst dein Zimmer. Nein, sie grüßt schön. Die App lädt wohl irgendwie nicht. Sie kann nicht reinkommen. Ja, ja. Da muss wohl noch mal ein Servicetechniker vorbeikommen. Ja, ja. Ach, warte, ja, ja, der ist, Elektriker, ne? Wenn er zweimal drin hat. Warum liegt hier eigentlich Stroh rum? Ja, ja. Ich soll die auf jeden Fall schon grüßen. Und mach dann jetzt mal meinen Platz frei. Vielleicht bringt das ja was, dass sie dann da auf den Platz springen kann. Und wünsche dir noch einen schönen Abend und Prost an alle nochmal. Vielen Dank. Da hat er was gesagt. Da hat er was gesagt. Will noch jemand was von den Chips und stellst sie erstmal weg? Ja, reich mal rüber. Die sind die Keto. Reich mal rein. Salzigen, gepär. Celebration? Oh ja, gerne. Schmeiß mal rüber. Genau, genau. Ach Mensch, so eine Party. Da kommt auch Lukas wieder rein. Da kommt auch Lukas wieder rein. Ja, kannst du mir die gerade nochmal reichen, die Chips bitte? Nee, jetzt ist alle. Jetzt alle. Aber am Buffet war noch was. Keine Brotchips, wollte jetzt nur normale. Ich hätte hinten noch Flips, soll ich die holen? Aus der Kamera rausziehe, aber... Am Buffet war noch ein bisschen was. Da waren noch so die Reste, die wurden gerade nochmal zusammengefegt. Also kleine Frikadellchen vielleicht. Was hat guck, mal, was, ja, guck mal, da hat was. Brick Story, guck mal, kennst du den? Das ist ja hier Phantom. Jetzt gibt es Brick Story auch ja. Mit Bild. Oh. Ah, die war danke. Ein Selbstspoiler. Hi, Front Stage. Sorry, Freitagnacht. Krass. Ja, du hast übrigens das Problem, Brick Story, dass Grimona dich da eigentlich nicht parodieren kann, weil man dich ja nicht sieht. Also was sollst du denn da machen? Sollst du ein Set bauen oder was? Also du kannst so, ja, entgeht dir was? Ich hab meine Frau entdeckt, die hat sich die bessere Hälfte genannt. Die musst du mal suchen kurz. Die sieht ein bisschen müde aus, aber wir werden sie jetzt direkt mal live schalten, kann sie üben für irgendeinen so Lego-Stream. Aber vielleicht hat sie das auch noch nicht gerafft mit dem Ton. Sie guckt ein bisschen komisch. Ist das Marie? Nee, die bessere Hälfte. Nee, ich bin nicht seine Frau, also darauf lege ich Wert. Ich finde ihn nett, aber ich kenne ihn nicht mehr. Okay, Entschuldigung. Ich bin Neuling. Ah, so da unten. Ah, guten Tag. Die bessere Hälfte. Hallo Julia. Sie übt noch, sie übt noch. Dein unten ist bei mir wahrscheinlich nicht unten. Ich sehe ja. Also das nächste glaub, Seite. Ich glaube, sie rafft überhaupt nicht, dass sie live dabei ist. Sie hört wahrscheinlich überhaupt nichts. Ja. Henry, du musst einmal umblättern, so rechte Seite. Ach, wir sind schon auf Seite 2 hier. Ja, genau. Ja. Ah, da. Jetzt, aber die ist genauso gut zu sehen wie die Brick Story. Nee, die hat gerade geguckt, wie irgendwie, wenn du ihr irgendwas... Ja. Julia. Vielleicht weiß sie nicht, dass man live ist. Vielleicht sollte man das dann auch nicht... Ja, ja. Ja. Aber du hattest neulich irgendwas gesagt, dass die Leute, die eigentlich so im Hintergrund stehen und mit Lego nichts zu tun haben, mal so ein Building Bricks for Happiness Stream machen sollten. Und ich habe sie jetzt vorgewarnt, sie sagt, ja, wenn dir das wichtig ist, dann mache ich das. Ist mir nicht wichtig, aber sie soll es trotzdem machen. Ja, ich fange mal langsam an, meine Frau auch drauf vorzuweinen. Aber vielleicht Marie, wer bist du? Ich war gerade im Neuling-Stream dabei, bei Mr. Mero. Ah. Ja. Hallo Marie. Hallo, und ich habe gerade noch eine Einladung über WhatsApp gekriegt, dass ich hier dann auch nochmal vorbeischauen kann. Ich wollte das so gerne mitfeiern. Sehr schön, sehr schön. Dann Prost, oder? Wir wurden ja gestern von Henry quasi verdonnert, dass wir heute hier auftauchen müssen. Das machen wir doch glatt. Ja. Achso, da sind noch mehr da von dem gerade eben. Ja, ich war ja auch dabei. Zwangsverdonnert, okay, das ist natürlich... Wo jung und schon Alkohol trinken wollen, ihr Schlingel. So, am besten Blogs hier lernen. Ja, okay, gut. So, ansonsten haben wir ein paar Standbilder jetzt bekommen und die bessere Hälfte hört zumindest zu. Ich guck mal gerade, hat die... Ich die blitzt immer mal wieder auf, so von ihrer Webcam. Ja, das ist dann das niedersächsische, glaub, das Internet. Ja, ja,
Wir haben auch echt beschissenes Internet. Vielleicht ist es auch einfach das. Also das ist im Laden ist es ein bisschen besser. Es ist wirklich grauenhaft. Ich lade ja, das ist ja kein Witz, ich lade dafür ein 7-Minuten-Video, lade ich 8 Stunden hoch bei YouTube. Kein Witz. 7 Minuten, 8 Stunden hochladen. Also das ist... Das erklärt einiges. Oh, guck mal, ich habe gesehen, der Chris von den Augustin Brothers, der rennt jetzt auf Klo. Wir gehen alle mit anscheinend gerade live. Da. Ach da, hallo, grüß Chris. Euch. Hallo. Zuzutrauen wäre es ihm. Guck mal, jetzt hat Julia gelächelt. Vielleicht hört sie. Hast du jetzt Ton, Julia? Hallo. Hallo. Wir haben dich gerade eben schon gesehen, wie du ein bisschen belämmert geguckt hast und versucht hast, die Technik zu organisieren. Ja, Frau Power. Nur aus Sicherheitsgründen. Du weißt, dass du live bist. Du weißt, dass du live bist. Es gucken gerade 370 Leute zu. 370.000. Ja, Internet für immer. Ich musste leider gerade meine ganzen Apps löschen, damit ich hier die Zoom-App laden konnte. Deswegen hat es ein bisschen länger gedauert. Ja, beim App-Löschen haben wir dir schon zugeguckt im Übrigen. Nein. Doch. Genau, das haben wir getan. Ja, gut. Für mich als Datenschützer eine sehr unangenehme Situation gerade. Deswegen gehen wir mal zum anderen Thema. Lars, wie geht es in nächster Zeit? Also das heißt, nächsten Freitag ist nächster Freitag. Das heißt, dann wird wieder eröffnet und wieder erstmal weiterhin mit festen Terminen. Oder kann man auch mal spontan sagen, Mensch, mein Flieger aus München geht gerade passend, da könnte ich dann einfach mal reinschauen. Also ich habe ja grundsätzlich, ne, ich habe ja draußen an der Tür, das finden immer viele ganz Zucker, aber ich meine das tot ernst. Warte mal, ich mal gucken, ob man das sieht. Ich versuche mal die Kamera umzudrehen. Warte mal, da geht das. Ich habe hier so eine Nummer, Lego-Notfall. Wenn du einen Lego-Notfall hast, kannst du natürlich jederzeit anrufen. Ich nehme das absolut ernst. Ne? Und das kann auch ein Teil sein, das kann auch mal ein Kindergeburtstag sein, von mir aus, wenn Fadi einen auf dicke Hose machen will und sagt, ich habe den ganzen Spielwarenladen gemietet oder sowas, dann können wir das gerne auch mal machen. Ich bin für jeden Spaß zu haben, aber grundsätzlich eigentlich freitags und aktuell halt mit Terminen tatsächlich, ja. Weil, also einfach, ich könnte viel mehr Umsatz machen, ich könnte viel mehr so, aber darum geht es mir in dem Sinne ganz, sondern die sollen hier reinkommen und einfach ein schönes Gefühl haben. Ich muss nicht gerade mal einen Anruf ablehnen, wer auch immer das war. Tut mir leid, dass ich da gar nicht rangehen kann. Das ist zum Thema Notfall. Das war für mich. Stell mir gerade so vor, nachts um 3 beim Bauen. Mir fehlt so ein weißer 2x4er. Und dann kann ich dich anrufen nachts um 4 und dann bist du bis 4.30 Uhr dann bei mir in Kiel und bringst den 2x4er in Weiß. Also wer mich anruft, ich gehe, also musst du echt schon, weiß ich nicht, es ist immer auf lautlos, ich muss das dann sehen. Chris wird das wissen, der ruft mich öfter mal an und ich sehe es nicht. Immer erfolglos. Aber mal ganz ehrlich, dein Laden ist so hammercool. Würde ich in der Nähe wohnen, würde ich sofort vorbeikommen bei der nächsten Gelegenheit. Also Prost auf dich. Oder aus Hause. Ist eine Reise wert. Prost wert. Wo kommst du denn her, Marie? Ich aus Oldenburg. Ah, das ist ja nun. Oldenburg in Oldenburg oder Oldenburg in Schleswig-Holstein? Oldenburg in Oldenburg, ja. Aber naja, es sind ja doch ein paar Meter. Niedersachsen, oder? Ja, Niedersachsen, genau. Immerhin. Ah, ist da um die Ecke. Schönste Ort der Welt. Wir sind jetzt 1000 Kilometer Entfernung. Ja, das ist Achtung bei der Ortswahl, ne? Da übernimmst du mich mit. Ne? Ja. Stuttgart, kein Problem. Holst mich ab und dann marschieren wir ein zurück in die Heimat. Ich guck mal, wen wir hier noch so haben. Lars ist jetzt auf dem zweiten Bildschirm bei mir gewandert. Ich verstehe das auch gar nicht mit dem ganzen Bildschirm. Das flippt hier alles auf meinem Handy hin und her, aber ich finde es voll lustig. Es sind 26 Leute gerade hier dabei, du. Cool. Wie viel? 26. Krass, ich sehe jetzt gerade 4. Aber ich swipe mal ein bisschen durch. Ach, guck mal, Brick Story hat gar kein Bild. Was ist da los? Ja, das haben wir uns. Der arbeitet noch dran. Die Techniker sind informiert. Also ich finde die Screenshots, die gemacht werden, finde ich sehr gut. Wenn man sich mal anguckt, hier so der Lars auf den Knöpfen. Warte, das ist seine Nummer. Du darfst doch nichts verraten. Schon was. Oh Jemine, das ist wieder. Du hast dich stark verändert. Sehr schön. Gefällt mir gut. Ja. Miepi möchte was sagen, höre ich gerade. Ich bekomme ja auch gerade Androhungen. Warte mal kurz, Miepi möchte was sagen. Ja. Ja. Miepi. Aber ich guck mal, gerade hat sie das Mikro an. Warte mal. Ja doch, sie müsste was sagen können. Ja, jetzt musst du sie irgendwie mit Zeichensprache sich bedienen. In der Pause trinke ich müssen. Ich muss übrigens sagen, ich habe jetzt hier, das sind gerade mal. Aber sie findet es gut. Ich glaube, sie winkt und sie findet es gut und sie will dich wahrscheinlich grüßen und gratulieren oder sowas.
Richtig, genau. Aber du bist leider nicht zu hören, Mipi. Das tut mir leid, dass jemand nach meiner Anzeige, hast du ein Mikro und das müsste an sein? Ah, Jetzt? Ja. Sehr schön. Hi, also herzlichen Glückwunsch zur Ladeneröffnung. Darauf trinke ich doch mal einen. Ah, ich muss die dritte Dose aufmachen. Page, bringe er Bier. Ich habe nichts mehr. Danke. Ich gehe dann bitte so eine Flasche Wein leer. Ich muss Bier holen. Und, ich werd auf, also mein Auto steht vorm Laden. Ich gehe aber zu Fuß nach Hause, weil ganz ehrlich, es ist jetzt nicht so weit und ich habe jetzt die dritte Dose auf und ich renne hier immer, vielleicht liegt es daran, dass ich immer im Kreis renne, aber ich glaube eher daran, dass es daran liegt, dass ich heute noch nichts gegessen habe und jetzt 3 Bier getrunken habe. Ich habe richtig einen kleinen Haschmich. Das ist so richtig so. So geht es ja, wenn du ein paar Maibock drin hast auch, ne? Ja, genau. Also ich werde zu Fuß nach Hause gehen heute. Nur so zur, macht euch keine Sorgen, ich komme schon an. Besser ist das. Aber die Leute haben auch was gekauft, also um nochmal so ein bisschen mal ein bisschen zu hören. Ja, also oder war man nur sozusagen, ach Mensch, machen wir mal ein Selfie und das ist ja der Lars aus dem Internet und so, den kenne ich doch von der Klemmbaustein-Lyrik. Ja, genau. Sag mal, bist du nicht der von Henry vom Channel runter, ja, genau, nein, aber also haben die Leute auch wirklich Geld dagelassen oder ist das mehr so ein Get-Together gewesen? Nee, also ich glaube, nee, ich weiß, dass niemand hier rausgegangen ist ohne was zu kaufen, also hat halt jeder was gefunden, wo ich mich halt sehr drüber freue, weil das wollte ich auch noch sagen, ich war irrsinnig aufgeregt. Also es ist wieder so, ich habe schon ganz schön viel Quatsch gemacht. Ich habe, und das ist auch kein Witz, ist noch gar nicht so lange her, vor einem Jahr ungefähr, habe ich vor 40.000 Leuten im Olympiastadion gestanden auf der Bühne. So. Und dann haben die mich angeglotzt, zusammen mit einer Band, so eine Hip-Hop-Kombo waren wir da. So KIZ könnt ihr googeln, manche Leute kennen das. Oder fürs Gehirn. Und es war großartig. Ja, man war auch so ein bisschen gehypt. Ich habe auch schon mal so Lego-Investment vor 2.500 Leuten so selber gemacht, wo du dann ganz alleine auf der Bühne stehst, wo die dich dann angucken. War ich auch aufgeregt. Aber heute Morgen, ohne Witz, wo ich im Auto saß und zu diesem Laden gekommen bin, wo du so denkst, oh, hast du was vergessen? Wer kommt da? Gefällt dir das? Passt das vom Angebot? Also das ging mir so viel durch den Kopf und ich war so hammer aufgeregt. Das habe ich seit Jahren nicht mehr. Und ich bin sehr dankbar, dass es das alles so geklappt hat und auch, dass hier so nette Leute waren. Du musst mal irgendjemand deinen Ton justieren. Irgendjemand hat im Hintergrund Ton. Radio Sender Powerplay. Ja, genau. Das, 2000 Tacken, super. Wer kennt noch Radio? Ja, genau. Ja, hier, gut, dafür. Der Rick, guck mal, der Rick ist da. Rick mit Lutscher. Wo ist er? Nein, das ist ein Luftballon, ein Lego-Luftballon. Oh, das schmeckt gut, genauso. Das. Hallo Rick. Hallo. War mal so frei. Hast du das nicht erkannt, als Henry? Ja, doch nicht. Ich sag nur, das ein war so. Ja, ich habe aber auch als Lolli gedacht, ja. Kann ich auch noch erzählen, kam hier heute jemand an mit einem Teamplay-T-Shirt. Fand ich auch gut, den habe ich nicht reingelassen natürlich. Wie, Lukas war heute auch da, oder was? Ja, es war jemand anders, ich weiß nicht, ob den Nickname kann man glaube ich sagen, der Dr. Tosch war da, der hatte eine Visite hier bei mir im Laden und der hatte ein Teamplay-T-Shirt an. Liebe Grüße an dieser Stelle, sieht wahrscheinlich auch zu. Von mir auch, viele Grüße. Genau, das war ein großes Happening, habe ich Rick auch noch direkt ein Foto geschickt, war schön, habe ich mich gefreut. Ja, habe mich auch riesig gefreut. Genau. Sehr nett. Oh ey, ich renne hier, ich habe richtig einen in der Mahl. Wie spät ist denn das? Ich kann auch die Uhrzeit gar nicht einschätzen. Ja, es ist schon 23:04. 3:02. Also haben wir schon überzogen, oder was? Ja, alles gut. Also, ja. Solange die Party steht, ne? Solange du noch für Nachschub sorgst, weil du eine Stunde gesagt hast. Alles gut. Stößchen. Hast du denn Stößchen? Ja, genau, Stößchen. Prost. Heute machen wir den Lars voll. Genau. So viel Bier auch gar nicht mehr gewöhnt. Hast du bei dir denn, Lars, hast du bei dir im Laden denn auch so ein paar Raritäten, die man sonst so im Lego-Store in Hamburg, was ja dann deine große Konkurrenz wahrscheinlich ist, nicht gekriegt? Also hast du zum Beispiel Brickheads-Figuren von den Lego-Movie 2-Filmen oder sowas? Ja, klar. Wie klar? Also, zum Beispiel hier, ne, wenn wir den Donut hier wegziehen. Warte mal, ich mach dich groß. So. Was? Er zeigt aber den Preis nicht, ne? Hey. Hey. Ich bin ein Fuchs. Ich bin ein reiner Fuchs. So, also ich hab klar. 9,99 Euro oder nicht? Das ist ja, doch der genau. Standardpreis.
Also ich habe halt sowas, Brickhouse habe ich tatsächlich ein paar da, weil das muss ich auch irgendwie, weil das irgendwie auch so mein Gebiet ist, wo ich besonders viel Spaß dran habe. Können viele auch nichts mit anfangen, aber das ist echt schwer, also so auf so wenig Raum so viel zu haben. Aber ich habe, ja, das habe ich ja vorhin schon erzählt, dass ich so ein paar Sachen habe, so Test-Shots beispielsweise auch, dass ich so mit den Leuten in Kontakt bin, die früher Loblet beliefert haben, wo du reingegangen bist, gedacht hast, was, ein roter Baum oder sowas? Und das haben wir dann jetzt bald hier bei mir. Und da freue ich mich total drüber. Und ich habe aber auch, was weiß ich, alte Holzkisten mit Brandzeichen und sowas kriegst du dann. Oder, keine Ahnung, irgendwelche Minifiguren, die es eigentlich offiziell nicht gibt. Oder Steine, die es offiziell nicht gibt. Oder halt Sets, ne? Wie ich schon sagte. Also so Setnummern, Star Wars Sets mit einer Setnummer. Was ist denn das hier? 62,5? Oder mal gucken, alte Setnummern. Kommt da eine Setnummer? Ich bin noch gar nicht aktiv hier. 1896, obwohl das hat eine hohe, aber das sieht irgendwie crazy aus. Also wir haben schon auch ein paar andere Sachen so da, weil ich mich damit halt abhebe. Ich hebe mich mit ein paar Sachen ab, dass ich eben diese Raritäten habe, dass ich ja quasi Sachen habe, die es eigentlich nicht mehr gibt, dass ich hier, dass Leute, und damit wollte ich Probleme von Eltern lösen, weil so ein Elternproblem ist, wo kriege ich normale Steine her? Und mit normalen Steinen meinen Eltern 2x4, die ganz normalen 2x4 Steine, kannst du halt hier kiloweise mitnehmen, wenn du es bezahlen kannst. Das wird dann halt abgewogen, ist aber günstiger, als wenn du einen Becher voll machst im Lego-Store. Das habe ich extra vorher ausgemessen, zumindest bei den 2x4 Bricks. Ist so eine Mischkalkulation. Wir haben zum Beispiel auch ganz viel Trans-Clear, sowas kriegst du halt im Lego-Store beispielsweise nicht. So verrückte Sachen da drin. Das ist schwerer. Na, also dieser Kunststoff da ist schwerer und ist natürlich auch, kriegst du auch mehr rein. Deswegen ist es so eine Mischkalkulation. Wir haben aber auch so Farben wie, keine Ahnung, so ein dunkles Rot, was viele halt mögen. Also der Mockbauer, der hier war, der hat davon direkt was mitgenommen. Blau oder Sand Green Steine oder irgend so ein Quatsch. Die Münzen hast du da auch zum Wiegen? Oder ja, genau, sind die das, genau, das ist zum Abwiegen und das ist so eine Mischkalkulation. Ich habe so Sachen, die günstig sind. Das ist aber so, ich sag mal, Eltern oder so, egal, die wollen halt. Das geht dann nach der Lieblingsfarbe des Kindes. Das eine Kind sagt, ich hätte gern hellblau, das andere sagt, ich hätte gern rot, ich möchte ein rotes Haus oder ich will ein weißes Haus und ein rotes Dach. Und 2x4, damit habe ich angefangen, habe ich gedacht, okay, und ich habe irgendwann gemerkt, ich krieg gar nicht 72 Fächer voll. Oh, jetzt geht mein Licht aus, hier Zeitschaltuhr, von der schönen Beleuchtung. Und dann habe ich noch mehr dazu genommen, weil ich gedacht habe, muss irgendwie mehr, ich wollte mehr Fächer haben als der Lego-Store in Hamburg. Boom, geschafft. Und ich habe zum Beispiel auch hier, kriegst du Gold, also wer Piratengold braucht, das ist original aus den 80er, 90er, gibt es so Tüten. Oh ja. Ne? Also hast du hier halt auch. Kilo und dein Affe nehme ich sofort. Affen sind nur immer im Glauben, dass ich ein Playmobil Obwohl ich muss sagen, der erste Termin ist für mich wunderbar. Also kommt gerne mal rum. Es ist auch jedes Mal wieder was anderes da, weil ich habe halt auch noch ein Lager, wo ganz viel ist und dann tausche ich halt immer mal rum, dass man Bock hat, hier wieder rumzukommen. Ja, ich habe halt nur diese 30 Quadratmeter, aber wenn ihr kommt und habt spezielle Wünsche, dann gerne vorher eine E-Mail schreiben oder auf Instagram oder schreit einfach ganz laut, falls ihr hier in der Nähe wohnt. Und dann höre ich das meine Wünsche noch. Die Hotline funktioniert ja nicht. Was funktioniert nicht? Die Hotline, du drückst uns ja weg, wenn wir anrufen. 50 Cent pro Anruf. Ja. Telefonate vom Handy können teurer sein. Ganz kurz eine Frage hier im Chat, den du ja nicht siehst vielleicht gerade. Da war, hat man sich ein bisschen überrascht gezeigt, dass da Aufkleber auf den Verpackungen sind, wo man vielleicht als der ein oder andere geneigte Sammler sagt, so. Oh nein, wie kann das denn sein, der Junge? Was macht er denn? Hat das auch noch? Ja, ja. Hat er sie auch schon aufgemacht zu Prüfzwecken vielleicht? Achso, Aufkleber meint ihr so? Preisschilder. Ja, nee, also da, und das habe ich ja vorher getestet, habe ich mir extra solche, also jetzt haben wir hier den Bulli, haben wir extra so Dinger genommen, die du quasi spurlos wieder ablösen kannst. Ich habe die extra, bevor das mit dem Laden wird. Ich zeige das jetzt mal. Mag das nicht, das hat bei Tesla auch schon nicht funktioniert. Ja. Tesla nicht mit VW verwechseln, bitte. Nee, die sind halt spurlos wieder ablösbar. Es gibt da mehrere Varianten und ich habe das echt getestet, weil mir das auch sehr, sehr wichtig ist, dass diese Dinger da nicht beschädigt werden oder sowas. Und genau, das ist auch so eine Frage, aber auch nur, so bei Familien ist das überhaupt gar kein Thema. Natürlich bei so Sammlerfreaks, wie ich selber einer bin, ist das ein großes Thema und deswegen sind alle Preise spurlos wieder ablösbar. Genau.
Das ist ganz wichtig. Gut, da sind, glaube ich, jetzt viele beruhigt gerade. Echt bestätigen, das war kein Vorführeffekt. Da durfte ich auch von Lars ein paar Sachen. Ja, schön. Also, es gibt aber auch zum Beispiel, hier ist auch noch so eine Rarität. Ne? Das gibt so zu speziellen Anlässen, die Lego-Mitarbeiter bekommen, dann halt, je nachdem, wie lange sie da sind, so extrem verchromte Steine oder so. Sowas gibt es halt auch. Also, ich bin ja selber, ich liebe das ja. Ich sammle das selber. Ich habe auch noch alte Lego-Boxen mit so Brandzeichen oder. Ach, ich bin überhaupt an die Lego-Geschichte fasziniert mich halt total. Die Steine, der Weg dorthin und so weiter. Und von diesen ganzen Sachen nehme ich mir immer so ein paar und den Rest gebe ich dann weiter, dass die da auch Spaß dran haben, die Menschen, die das eben auch sammeln. Und da kommt auch noch ganz viel auf den Blog. Also da wird auch noch dieser Bericht über diese Bayer-Test-Shots, den ich sehr gut fand, der auch in meinen Augen sehr, sehr tief ging, habe ich jetzt eine Expertin darüber kennengelernt, die gesagt hat, ja, ist nett, kann ich so unterschreiben, kratzt an der Oberfläche. Und habe gedacht, boah, okay, das ist spannend, da bleibe ich mal dran. Und das wird dann halt noch erweitert. Hallo Tahisba, hallo Mr. Mero, euch sehe ich jetzt hier gerade. So ein Mahlzeit, Prost. Oh, Glückwunsch erstmal. Zwei Dinge, Marcel hat sich, glaube ich, gemeldet und Patrick, aka Full Metal Nerd, hat auch die Hand gehoben. Marcel ist zumindest virtuell, hat er die Hand gehoben. Ja, ich kann auch so machen. Nee, ja. Ich wollte anmerken, dass für all diejenigen, die sich denken, so einen Lego-Laden zu besuchen, alleine ein paar hundert Kilometer, das ist schwierig. Es gibt ja jetzt im norddeutschen Hamburger Raum immer sehr viele große Lego-Ausstellungen. Das kann man perfekt kombinieren. Freitags werden die aufgebaut, dann kommst du freitags hin, guckst dir so ein nettes Lego-Lädchen an und dann bist du dann Samstag, Sonntag auf einer Lego-Ausstellung und guckst dir nebenbei noch ein bisschen in Hamburg die City an. Das stimmt. Also sobald das dann wieder funktioniert. Also ich habe auch tatsächlich für eine große Hamburger Lego, die Hamburger Brickbörse, die Flyer Design, liebe Grüße an dieser Stelle. Die war mir zu hässlich, da habe ich sie angerufen, ey, das ist Hamburg, mach die mal schicker. Sonst mache ich das. Und ja, genau. Also das wird schön. Also sowas gibt es dann hoffentlich auch bald wieder. Gut, dann haben wir als nächstes Patrick und dann Thomas Neumann hat sich auch gemeldet. Genau, und zwar, Lars, der Heiko, erstmal soll ich dir gratulieren von dem Heiko und vom Breakthrough Club im Allgemeinen. Es geht darum, der Heiko hat gemeint, wenn ich ein Set suche, das schon ein bisschen länger verschollen ist, du hast ja Connections in alle Welt, dann kann man dich doch bestimmt auch über die Notfallnummer anrufen, die du übrigens vorab abgelehnt hast, das war übrigens ich, um dann gerade das Set zu organisieren. Ist das richtig? Ja, warte, guck mal, hier. Toy Hunter Service. Oh. Ich habe da Spaß dran. Ne? Also allein auch so, ich stelle mir das so vor, hier kommt ein Vater rein mit seinen Kindern, tut ganz uninteressiert und fängt dann an, lässt die Kinder suchen und steht uninteressiert in der Ecke und dann fangen wir an, über Lego zu reden und auf einmal gerät er ins Schwärmen und erzählt, was er für ein Set hatte. Wir hatten heute eine Situation, da war das so, dann habe ich ihn gefragt, okay, indiskret, aber was für ein Baujahr bist du? Dann habe ich kurz gerechnet. Und dann habe ich einen Katalog, wo ich mir in etwa, also wir haben über eine Feuerwehrstation geredet, die gelb war mit roten Türen, habe ich dann relativ zeitnah an Ende der 70er gefunden, konnte ihm das zeigen und dann war er sofort Feuer und Flamme. Es war geil, weil jeder irgendwie eine Verbindung zu Lego hat. Und das hat mir heute auch Spaß gemacht, also das dann so weiterzugeben. Und dieser Laden ist auch, also ihr müsst nicht eure Kinder mitnehmen. Ich habe auch bei einem habe ich auch gedacht, ey, das nächste Mal kannst du auch dein Kind zu Hause lassen. Musst du nicht zwingen, hier mit herzukommen. Das ist so. Ihr könnt hier einfach herkommen, auch als erwachsener Verrückter. Das ist völlig okay. Ich muss dazu sagen noch, der Lars ist, ich meine, ich kenne den Lars jetzt auch schon seit, ich glaube, 2 Jahren. Und ich lebe eigentlich extrem minimalistisch. Aber dank dem Lars habe ich in den letzten 2 Tagen wieder unnötig viel Geld ausgegeben für irgendwelche Lego-Sets. Nur, weil der Lars gesagt hat, ja, Lego ist doch eine tolle Sache, Patrick, oder nicht? Ach, eigentlich willst du das ja trotzdem haben. Ja, toll, danke. Jetzt habe ich wieder 300 Euro ausgegeben. Sehr minimalistisch. Das ist aber schlecht. Ganz kurz so, das sind Probleme, mit denen wir alle kämpfen. Also das ist jetzt nichts Neues. Das ist nicht der Anfang. Das sind erst 300. Da kommt nachher noch Nullen dazu. Junge, das ist der Anfang. Da fangen einige von uns steigen bei solchen Beträgen noch gar nicht ein. Aber dann kommen wir, als nächstes haben wir, Entschuldigung, du darfst noch, ja? Ich muss auch was dazu sagen. Ich habe ja eigentlich, also wie gesagt, so 2, 3 Lego-Sets kann man sich, hat am Made Ford einfach Bock gehabt, ein Lego-Star-Wars-Set zu bauen und hat eigentlich nach diesem Snowspeeder hier gesucht gehabt. Von diesem 20 Jahre Lego-Set, weil das war eins meiner ersten Lego-Sets damals, als es, als quasi Lego Star Wars losging. Und
weil ich den Y eigentlich haben wollte, Y-Wing als UCS. Dann meinte Lars zu mir, ja, du, der ist halt ausverkauft. Und ich so, ja, okay, meine Güte, dann halt nicht. Dann nehme ich halt den Snowspeeder. So, da gucke ich auf überall, ja gut, Snowspeeder auch ausverkauft. Na danke, okay. Dann nehme ich halt noch das, was übrig ist. Dann hole ich mir halt den Slave One. Okay, Moment, stopp. Da gibt es ja diese tollen Minifiguren, die dann quasi sammelbar sind. Ja, meine Güte, jetzt habe ich alle fünf. Brauchst du das Obi-Wan-Pullyback? Stimmt, Obi-Wan fehlt noch, ja. Wir sehen einen Menschen, wie am Anfang, Sucht noch steht. Noch lacht er. Das ist noch süß. Aber jetzt als nächstes, hatte ich hier noch Thomas Neumann auf der Liste, der sich gemeldet hat. Ja, geil. Hört ihr mich? Oder musst du mich da anstellen? Ja, nee, man hört dich. Alles gut. Perfekt. Also übrigens, Obi-Wan habe ich noch einmal. Letzte Woche habe ich schon zwei weggeschickt. Noch hast du die Chance. Ich höre die ganze Zeit immer Freitag. Also ich muss bei Lars irgendwie immer an Robinson Crusoe denken und das passt irgendwie auch zu Freitag. Also von daher, die Ladenöffnungszeit ist schon mal optimal. Und ich hoffe, dass es auch bald vorbei ist, weil ich komme auf jeden Fall vorbei. Ich weiß nicht, von mir ist es nicht ganz so weit. 200, 300, 350, doch 400 Kilometer könnten es sein. Aber ich freue mich verdammt drauf und möchte mich damit verabschieden und danke, dass ich dabei sein konnte. Die nächste Party, denk dran, mein Katalog liegt noch bei dir. Ich brauche unbedingt ein Bardo-Brick-Set und ein Bier. Ja, ich kläre das dann mit deiner Begleitung, die da auf deinem Sofa sitzt. Ich habe ja die Nummer. Ja, das Problem ist, pass auf, das Problem ist, ich sitze auf ihrem Sofa. Okay. Auf jeden Fall liebe Grüße, ne? Geht klar. Liebe Grüße. Tschüss, Thomas. Der Lukas von Stonewalls ist auch weg, hat noch schön gegrüßt, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Der guckt sich das jetzt auf dem Sofa an, wie ich gleich hinten überfall. Also ich habe richtig einen Tee, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich werde nicht mehr aufgefahren. Ich glaube, wir werden auch nicht mehr ewig. Du sollst ja auch irgendwann deine Ruhe haben. Aber es haben noch mehr sich gemeldet. Wir sind sozusagen jetzt in der Laudatio-Runde, habe ich das Gefühl. Und da ist jetzt als nächster, der jetzt wahrscheinlich irgendwie Glückwünsche überbringen will, Mr. Moreau. Ja, richtig, Henry, du hast es richtig erkannt. Ich will Glückwünsche nochmal überbringen. Ich habe dir ja schon auf Instagram heute geschrieben, lieber Lars. Und eigentlich wollte ich an der Runde hier gar nicht teilnehmen, aber ihr habt das so schön vorgemacht und ich habe Durst bekommen. Also auf dich und alles Gute, ne? Prost. Mr. Miro. Prost. Du Feigling. Das musste sein und in diesem Sinne wünsche ich eine gute Nacht. Ich kümmere mich wieder um den Chat. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Nein. Macht gut. Dann haben wir Marco Ilzel. Ilzel? Das klingt nach, ich habe auch schon was getrunken. Hört man mich? Ja. Ja, leider. Ja, wunderbar. Leider. Wir haben ja zusammen dieses wunderschöne Buch gemacht. Das ist der Herr hinter Bianos Verlag. Das ist der Verlags. Wie nennt man denn? Was ist denn? Wie heißt denn so ein Geldsack? Fuzzi. Fuzzi. Das ist der Verlagsfuzzi. Prost. Der Verlagsfuzzi, genau. Prost. Ich habe nur noch, pass auf, ich hab nur noch 3% Akku. Ich wünsche dir alles Gute. Prost, mein Lieber. Ich habe nur noch 3% Akku, ist das neue. Oh, da kommt ein Tunnel. Ich muss leider abbrechen. Da kennt sich einer aus. Ja, klar. Man muss ja wissen, wie man aus so einer Telco wieder rauskommt. So. Dann haben wir Marc Steinklusiv, der sich gemeldet hat. Ja. Das ist nicht Moment, wahr. Falsch. Ja, die Schaltung funktioniert gerade nicht, aber ich stelle trotzdem mal meine Frage. Also, nee, erstmal Respekt. Man sieht, du hast hier richtig Liebe reingesteckt in den Laden. Top. Gefällt mir wirklich gut. Ich wohne jetzt leider auch zu weit weg aus dem Rheinland bis da hoch. Das muss dann irgendwie mal passen. Aber kommen wir zusammen. Ja, genau. Das wäre was. Ich komme mit. Ja, machen genau. Wir eine Vierertour. Könnt ihr über Stuttgart fahren vielleicht? Ja, falsche Richtung. Schleife. Nee, was ich noch fragen wollte, aber du hast es, glaube ich, schon beantwortet, Lars. Du hast noch eine Lagermöglichkeit, also Lagerraum oder was? Ja, ich habe noch ein kleines, mittelgroßes Lager tatsächlich und ich bin in Verhandlung. Vielleicht kriege ich noch ein größeres. Also das ist halt schwierig, ne? Also ich... Mein Wunsch wäre es, also es gäbe rein theoretisch die Möglichkeit, tatsächlich hier im Gebäude noch ein Lager zu bekommen. Das wäre mein Wunschtraum, weil in dem Moment, wo du hier im Laden bist und jemand, ich habe zum Beispiel heute keinen in den Jaco Cities hingestellt.
wenn jetzt hier jemand reinkommt und sagt, ach, ich hätte aber so gerne einen Ninjago City gesehen, dann könnte ich halt rausgehen. Ich habe es heute so gelöst, dass ich einen Ninjago City im Auto habe. Ich lasse mein Auto stehen, ne, falls ihr da einbrechen wollt. Okay. Drin. So, und das wäre so mein Wunschtraum, dass ich dann halt runtergehen kann und schnell was hochholen kann. Ja. Ist aber noch nicht ganz abschließend geklärt, aber ja. Also irgendwie eine Lösung findet man immer. Grundsätzlich wohne ich hier auch in der Nähe und das ist schön. Der Ort ist wahrscheinlich etwas überschaubarer für solche Zwecke, nicht wie in Hamburg. Ja, ich wollte es halt auch nicht, also das Ding ist ja, und da bin ich auch nach wie vor scheiß auf, ich will alles zeigen, was ich habe, sondern du sollst ja reingehen und dann erstmal dieses Gefühl muss einfach stimmen. Und wenn ich jetzt, deswegen habe ich auch so stylische Regale und nicht diese Teco Metall 2,50 Meter. Ja. Ich will, dass du dich hier halt wohlfühlst. Du sollst hier reinkommen und dann einfach eine gute Zeit haben, hier so schöne Luft sein. Wir haben auch hier schön immer für so einen Luftzug gesorgt heute. Das war halt ganz entspannt alles. Ja. Und ich glaube, einfach wohlfühlen. Was geht? Ja, klar geht es ums Lego-Set. Aber wenn ich in so einen Laden gehe, das geht ja mir selber auch so, wenn ich in Lego-Store nach Hamburg gehe, dann will ich auch so ein bisschen Unterhaltung, so ein bisschen Entertainment, weiß ich gar nicht, aber so ein bisschen mal aus dem Alltag raus, mal die Sorgen vergessen. Ich will auch keine, hier gibt es auch keine Lego-Männchen mit, hat heute einer nach gefragt, mit Mundschutzmaske, weil zumindest in dieser Lego-Welt will ich bitte meine heile Welt behalten. Die gibt es hier gibt's, nicht. Ne? Es gibt ja Krankenschwestern und sowas, gibt es ja, ja schon mit Mundschutz. Aber die verkaufe ich für mich, weil ich möchte das einfach nicht. Ich leugne das in meinem Lego-Verständnis, leugne ich das einfach jetzt mal. Und man sollte ja einfach eine gute Zeit haben, zumindest dann mal, wo du hier bist. Und deswegen packe ich, ich könnte stapeln und so, aber... Ja. Nee, aber das sieht man, das ist absolut mit Verstand und liebevoll zusammengestellt. Also top. Wirklich das Dankeschön. Sieht gemütlich aus, da kann ich auch mal übernachten. Vielleicht bietest du auch mal so übernachten. Ja, ich übernachten im Spielzeugladen, das ist doch der Traum von vielen hier wahrscheinlich. Ja, ich wollte doch diese Eröffnung. Das ist aber dann wieder mit der Mini, das ist dann wie mit der Mini-Bar, da musst du dann beim Auschecken musst du alles bezahlen. Das ist dann auch doof. Hatten Sie etwas auf der Mini-Bar? Nein. Ja, die Step 1, Step 1 und den Hate. Brickheads mitgenommen. So, ich glaube, das nächste war, genau, das war Marc, Jonathan Steiert. Hat sich Ja, ich wollte einfach dir auch nochmal gratulieren, Lars, zur Öffnung von deinem geilen Lego-Laden. Ich wohne jetzt ja auch nicht gerade in der Nähe, auch in Stuttgarter Gegend, aber ich werde es sicherlich möglich machen, dieses Jahr noch vorbeizuschauen und da freue ich mich schon drauf. Bin mal gespannt, was für Schätze es da noch zu entdecken gibt. Also was ich sehe, gefällt mir schon sehr gut. Ich freue mich auch. Vielen Dank, dass du dabei bist. Jonathan, ein ganz wichtiges Mitglied auch aus unserem Team. Spielwareninvestor, wir machen jetzt auch Blog und sowas, wissen ja viele gar nicht. Was mit Medien. So, dann Tahispa ist als nächstes. Genau, ja, mich wirst du so wahrscheinlich nicht kennen, aber ich... Doch, ich habe dich schon mal gesehen, du bist der verrückte Indianer. Genau. Oder weniger verfolge ich dich halt auch über unsere Forums-Instagram-Seite und da ganz spannend zu sehen, was du machst. Also erstmal Glückwunsch und ich muss sagen, ich lache öfters mal über deine Stories, die du da postest, weil ich die ganz witzig finde. Also, ja, weiter so. Bisschen grenzwertig, ich gebe es zu. Dankeschön. Ich hätte gerne so ein Blatt. Ich möchte auch so ein Blatt haben. Da musst du mich nochmal anschreiben. Das ist großartig. So, habe ich ihn auch schon gefragt. Ist irgendwie sinnlos. Es ist so ein bisschen, glaube ich, wie es bei so einer Hochzeit, wo sie alle in der Reihe stehen und jeder dann gerne, was auch schön ist, passt ja sehr gut rein. Der nächste, der sich eingereiht hat, der Mann ohne Gesicht, Brick Story. Ich bin so ein fahrender Computer, der dann da in der Schlange steht und sich dann vorne anstellt. Ich brauche dich hier, Kumpel. Ja, irgendwann komme ich auch mal vorbei. Mach einfach weiter so. Du wirst aber nicht mitkriegen, weil er weiß ja nicht, wer du bist. Wir hören uns ja eh am Sonntag, Junge. Ich glaube, er ist froh, wenn er im Bett kann. Am Sonntag haben wir eh wieder Podcast zusammen. Ja, ich hab mir tatsächlich noch Essen gemacht und ich müsste das jetzt noch eben essen. Ich habe es extra für dich kalt werden lassen. Vielen Dank, dass du dabei warst auf jeden Fall. Ja, so wollen wir dich nicht verhungern lassen. Das, so sind sie, die Studenten. Ist es jetzt schon das Abendessen oder ist es noch das Mittagessen? Das Frühstück. Stück. Die TK-Pizza von vorgestern. Ja, ich erinnere mich an so viele schöne Dinge damals in der Studienzeit. Dann kurz dazwischen auch, ich habe gesehen, im Chat war auch eine Meldung. Marie möchte ich sagen. Ja, also die meisten hier werden mich wahrscheinlich noch nicht so kennen. Also das bin ich übrigens nicht da im großen Bild.
Ach, das ist nur bei mir zu sehen. Also, die meisten werden mich hier noch nicht so kennen. Ich bin echt neu in der Lego-Welt und noch ganz kleiner, frischer Kanal und so. Heute das erste Mal beim Livestream dabei gewesen. Also, wie gesagt, ich finde deinen Shop da super geil. Und ich, ja, wir sind ein paar Kilometer entfernt. Meine Tochter leidet etwas unter Reiseübelkeit. Müssen wir sie aber pimpen und irgendwann mal vorbeikommen. Spätestens, wenn die Einschränkungen so ein bisschen gelockert wurden. Dann schauen wir mal vorbei. Und ich finde das super cool. Und an dieser Stelle möchte ich auch einfach mal sagen, ich habe jetzt die ganzen letzten Wochen so viel Spaß bei Building Bricks for Happiness gehabt. Also mit ja, diversen Leuten, also ob es jetzt bei Henry war eine Runde, da mit die Barracuda Bay bauen und die ganzen Witze da im Chat oder woanders. Also es war richtig, richtig geil. Ich finde das ganze Projekt cool. Also ganz großartig an dieser Stelle. Vielen Dank. Kann ich nur auch sagen, also mega. Ich habe auch hier, das habe ich noch gar nicht gesagt, hier haben wir auch die Building Bricks for Happiness, den Stein und die Figur. Und wenn ihr hierher kommt und habt vielleicht eine Figur oder einen Stein oder sowas, dann könnt ihr, dann könnt ihr den mitbringen und dann kommt der an die Wall of Friends. Also Stone Wars ist auch drauf, wir könnten es auch Wall of Enemies nennen, aber sie heißt erstmal Wall of Friends. Du kannst doch die gute Seite und die böse Seite nehmen. Auf welcher Seite hänge ich denn da? Die helle und die dunkle Seite. Oder Stone Wars kriegt seine eigene Plate. Und jeder darf sich auf eine Seite schlagen. Stone Wars. Ja, stimmt, genau. So nach hochfahren, in den Laden gehen, Figuren stellen und wieder wegfahren. Die nächste Meldung ist Pets and Bricks. Und Patrick hebt wieder die Hand so. Das macht man ja auch gern so bei solchen Vorlesungen. Ich habe es gesehen, kommen wir gleich zu. Aber erstmal Pets. Ja, ich wollte dann auch nur noch mal alles Gute wünschen. Ich bin jetzt gerade mal die Patty und ich habe gerade extra noch mal alles angepackt. Und Allah ist mein Süßer. Ich freue mich und ich komme dich besuchen. Und ich hoffe, ich darf dann auch übernachten. Oh ja, mal sehen. Also das wird vielleicht nicht los, das auch. Ja. Bisschen Spaß muss sein, aber ich habe lange nichts mehr getrunken, also Prost. Ach ja, stimmt. Ich will doch nur ein gratis Set. Henry, willst du eigentlich den Kanal noch behalten? Ich mache alles für Lego. Das ist hier. Nein, das. Komm, also. Stimmt, Marcel, da können wir was machen. So, dann war Patrick nochmal. Das ist hier wie früher in der Schule, hat man auch immer, ne? Also eigentlich einfach melden. Und Streber. Ja, ich will eigentlich nur auf Toilette. Ja, und ich habe mich nur gestreckt. Das kannst du in der Pause machen. Oh, Thomas, du warst mein Biolehrer. Wie ist das denn, wenn du schon mal von Freunden Figuren bekommen hast? Wandern die aus deinem Häuslichen in den Laden oder musst du jetzt quasi neu was geschenkt bekommen? Was meinst du? Das habe ich jetzt gerade akustisch nicht gesagt. Als wir uns kennengelernt haben, wo wir uns das erste Mal getroffen haben, habe ich dir doch den Lego Qui-Gon Jinn aus meiner Kindheit geschenkt. So, wandert er jetzt in den Laden oder bleibt er? Nein. Also es gibt Figuren, also das ist immer unabhängig vom Wert. Ne? Da zählt auch die Figur dazu, weil du mir da auch eine Geschichte dazu erzählt hast. Die ist in meiner persönlichen Sammlung tatsächlich drin. Und da sind aber auch der Pirat, mit dem ich selber noch gespielt habe als Kind. Die stehen halt neben Chrome Vader oder Mr. Gold oder so. Da sind halt welche, die ich geil finde. Das hat auch manchmal mit dem Preis zu tun. Aber da sind halt auch solche, die ich geschenkt bekommen habe oder die halt irgendwie eine, ja, irgendwas mir bedeuten. Also solche Figuren verkaufe ich nicht. Nein. Oh, das ist schön. Mhm. Mensch, das heißt, ich muss dir noch eine neue Figur schenken, die dann an die Wand kommt. Das hast du clever gemacht. Toll. Ja, klar. Also deine zählt nicht. Da brauche ich eine neue. Die steht bei mir zu Hause. Du bist auch nicht Qui-Gon Jinn. Also bitte. So, dann haben wir noch als nächstes Meister Schnorrer und dann, ich würde auch sagen, dass wir so langsam den Lars hauen wir gleich in den Sack, so Feierabend. Ja, okay, gut. Einmal prosten wir gleich auf jeden Fall noch. Ivan grüßt noch, beziehungsweise dann habe ich noch Steinchenklemmer und ja, schauen wir mal, wie es so weitergeht. Ja. Ist ja Wochenende. Meister Schnorrer. Also hier, Patrick gibt das Zeichen nochmal. Prösterchen. So, Meister Schnorrer. Lars, aus dem Ruhrgebiet nochmal. Alles Gute. Und irgendwann schaffe ich jetzt definitiv mal bei dir im Laden vorbeizukommen. Und dann werde ich eine Fahrgemeinschaft bilden, keine Ahnung. Wenn wir auf den Weg kommst du bei mir vorbei. Das ist, liegt auf dem Weg. Da kriegen wir hin. Ich fahre auch mit. Ja, auf jeden Fall ist schon lustig. Ich bin mit euch am Quatschen und baue hier munter Scheißhäuser zusammen. 16 Stück. Nee, auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und ich drücke alle Daumen, dass das vernünftig läuft. Und vielleicht sind wir ja generell irgendwann mal wieder zusammen in einem Stream. Das wäre schön, ja. Würde mich freuen. Auf jeden Fall. Und schön, dass du jetzt auf Instagram bist. Alle mal den Meister. Ja. Der ist ja ganz frisch, der übt noch. Der übt noch, genau.
Apropos Instagram, ist Rick eigentlich noch da? Nee. Wobei eins von meinen Eisenbahn-Clips, den ich da hatte, hat mittlerweile um die 3000 Aufrufe. Das finde ich schon sehr verwunderlich. Ja, es ist ein Mysterium. Ich verstehe diese Züge sind doof. Ne? Züge sind doof, keine Ahnung. Du übst noch? Ich habe kein Bild mit 3000 Aufrufen. Ich bin bei 100 sehr, sehr, sehr zufrieden. Ja, wir arbeiten dran. Ich weiß gar nicht, wie viele Aufrufe ich habe. Ist mir auch scheißegal. Genau. Also, das muss man vielleicht auch mal sagen. Es kommt ja auf die inneren Werte an. Also genau. Die Zahlen sind ja auch immer so eine relative Geschichte. Also, entweder kann man es oder man kann es nicht. Und Meister Schnorr hat bewiesen. Na, klar. Boss ist in the house. Das nächste ist Ivan und dann haben wir noch Steinchenklemmer. Ivan. Hallo. Wo ist er? Ja, hier. Ich habe für dich auch noch ein Blatt. Sprich, er muss lauter sprechen, dann erkennt ihr die Kamera auch wieder. Ja. Ja, Österreich. Österreich ist das Internet auch nicht so toll. Also, ja. Ich habe dich ja mal kurz gesehen in Billund. Da haben wir uns gesehen. Ja, was du mich erinnerst, beim P-Shop. Ach, du warst das. Ja, du warst das. Ja, da habe ich mich das erste Mal gesehen. Ich muss ganz kurz dazu eine witzige Geschichte erzählen. Wir waren ja, da waren ein paar Leute und es gab in Scareback auch so einen Verkauf von Lego-Artikeln. Und es gab einen Trick. Ich bin ja ganz unbedarfter kleiner Junge. Und ich stelle mich auch immer so in die Schlange an. Und ich war da auch als Aussteller angemeldet, ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall war es dann an irgendeinem Tag so, wo dieser Shop, also auf der Scareback-Messe gab es einen Lego-Shop und da waren die Preise ganz gut. Und man musste sich dort anstellen. Außer du hattest eine Eintrittskarte, warst ein normaler Zuschauer. Und dann durftest du an der Schlange vorbeigehen und quasi vor den anderen dort in diesen Shop gehen. Und ich hatte dann den Tipp bekommen, ey, komm, du musst das machen, hier alle und die Profis machen das so, die holen sich eine Eintrittskarte und dann gehen sie nach vorne. Alles klar, okay. Ich habe mich dann breitschlagen lassen, wollte natürlich auch eher in den Shop rein, gehe ich auch zu, kaufe mir eine Eintrittskarte, gehe quasi an dieser ganzen Schlange vorbei und dann kam man quasi vorne, war nochmal so ein Türsteher, der so da stand, bevor man in diesen Shop, in diesen Aufbaushop dann rein konnte. Original, ungelogen. Direkt an dieser, das war so eine kleine Einlassschleuse, Henry warst ja auch da, war so eine Einlassschleuse. Original, als ich an dieser Einlassschleuse bin, reingelassen werde, weil ich die Eintrittskarte vorgezeigt habe, an allen vorbei bin, kommt mir einer entgegen und sagt, ey, der Spielmann, bist du auch hier? Ey, du kriegst ja aber nix, Alter. Also so richtig laut, dass das irgendwie gehört. Und so, oh, boah, das war so scheiße. Also das war, aber das warst du nicht, ne? Das war ein anderer, glaube ich. Das war eigentlich nichts. Ja, aber das war eine lustige Story, fand ich zumindest, hinterher. Nochmal Gratulation zur Öffnung und wenn ich vorbeikomme, dann nehme ich dir dieses Blatt mit. Oh, ja, dann muss es ganz schnell gehen. Geil. Ja. Danke, schön, dass du dabei warst. Ich bedanke mich auch. Tschüss, schönen Abend noch alle. Ja. Grüße nach Austria. Au rein. Dann Steinchenklemmer haben wir noch. Ja, da bin ich. Und zwar nach genau 24 Stunden und 3 Minuten wach. Ja, aber ich wollte mir das hier heute nicht entgehen lassen. Ja, du bist noch länger wach als ich, Alter. Respekt. Ja, ich war heute auch arbeiten, heute früh. Aber ich konnte irgendwie nicht schlafen. Und nach 3 Stunden Schlaf war ich gestern wieder wach und dann seit 24 Stunden wach, weil ich habe gesagt, das muss ich mir heute wirklich mal antun. Ja, und ich muss sagen, du hast voll auf den Nerv getroffen. Schöner Laden. Herzlichen Glückwunsch dafür. Sehr gut eingerichtet. Ja, ich weiß, alle Anfang ist schwer. Ich war selber selbstständig und drück dir die Daumen, dass alles läuft. Und ich denke mal, du hast eine gute Community hinter dir und du hast auch das Zeug dazu, das zu packen. Also drück die Daumen und Prost. Herzlichen Glückwunsch. Ja, er hat das Stichwort gesagt. Oh, Prost. Ja, Prost. Ja. Ich nehme noch eine Chips hier, du. Ja. Ich kann noch eine Weile, dann hole ich mir noch was zu trinken. Ja, Marcel, wenn ich, kriegen wir geregelt. Komm, hol was. Marcel. So, ich glaube, wir kommen langsam, müssen tatsächlich, also vielleicht, also nicht, dass er uns umkippt. Der muss Vernunft halber. Nächsten Freitag muss er wieder fit sein, der Lars. Lars, du weißt ja, wenn du weißt ja, wenn du jetzt rauskommst in der Sauerstoff, das knallt dann nochmal. Ja. Das ist ein Mann mit einem Hammer. Er hat jetzt auch seinen Mundschutz, kann doch nicht schief gehen. Ah, ja, stimmt. Das Männchen mit dem Hämmerchen. Können wir das denn bitte einfach alle live sehen? Er macht das jetzt.
Wir können alle auf dich aufpassen, während du nach Hause gehst. Genau. Das ist nichts passiert. Ja, genau. Wir begleiten dich nach Hause. Wir begleiten dich nach Hause, ist klar. Genau. Wenn du umkippst, wecken wir dich mit der Hotline. Aber schließ bitte ab, nicht vergessen. Einer aus Badewig, der hier zuguckt, könnte ja vielleicht schon mal jetzt zum Laden kommen und mich so nach Hause begleiten. Wie weit hast du es denn nach Hause? Also wohnst du in Lüneburg oder in Badewig? Das sind 600 Meter Luftlinie. Lass es 800 Meter so sein. Das passt schon, das kriegst du schon hin. Also quasi, wenn du voll bist, 1200 Meter. Also 3 Stunden zu Hause. 3 Stunden. Dann muss ich immer von dir ausgehen. Wir haben noch einen neuen Gast, sehe ich gerade. Ach Quatsch. Gerade versucht. Special genau. Guest. Ja, der Rob. Genau. Hallo Rob. Hey. Rob. Hey. Hey. Oh, Grüße nach New York. Hey. Ja. Bist du gerade in New York? Nein. Oh, der ist immer in New York. Der ist ständig in New York. New York war dabei. USA. Ja gut, Twin Towers kann man jetzt nicht so rufen. Twin Towers. Wir haben eigentlich mehr oder weniger, haben jetzt alle mehr oder weniger noch Grüße an Lars abgegeben. Und ja, ich durfte nochmal sagen, wie toll er den Laden findet. Rob, das Skript sagt auch, dass du das jetzt nochmal sagen musst. Also sag bitte jetzt, Laden ist toll, du freust dich für ihn und hoffst alles Gute für die Zukunft. Jetzt nochmal im ganzen Satz. Ja, ich habe ihm vorhin geschrieben, weil ich nicht wusste, ob ich es noch schaffe. Ja, geiler Laden. Ich habe den Livestream verfolgt auf der Arbeit, im Auto, bis ich dann zu Hause war. Jetzt habe ich noch Let's Dance zu Ende geguckt mit meiner Freundin. Da habe ich jetzt gesagt, ich komme nochmal vorbei. Du bist raus. Und, du bist so ehrlich, Rob. Immer. Wer ist raus? Wer ist raus bei Let's Dance? Mozzi Maruse. Cindy aus Marzahn. Ah. Oh, ja. Oh Mensch! Also da kann ich noch was zu sagen. Wer Autogrammkarten von Viktoria Swarovski will, ich kenne die Managerin. Ich habe der ihre, irgendwo, der, ist egal. Der ihre Kleider würde ich gerne nehmen. Die Kleider, okay. Ja. Aber nur getragen, oder was? Ja, voll geschwitzt. Nee, alles Gute, Lars. Ich habe es dir vorhin auf Insta geschrieben. Wir hatten ja schon mal einige nächtliche Dialoge mitten in der Nachtschicht, wo du nicht pennen konntest. Ja. Und viel Erfolg, sieht geil aus und ich hoffe mal, dass wir es irgendwann mal schaffen, dass ich da mal vorbeikomme. Es liegt zwar auf dem Weg. Stell doch die Brick Twin Towers hier vor die Tür, dann zieht das gleich noch ein paar Leute an. Bring die doch mit. Ja, okay, ich brauche 7,5 Tonner, bitte. Ja, kein Ding. Krieg irgendwie. Alles gut. Ja, cooler Laden auf jeden Fall. Dankeschön. Ihr Lieben, ich würde jetzt quasi auch mal den Henry mal so den Ball aus der Hand nehmen und einfach mal alle so ein bisschen nicht rausschmeißen, aber ich habe schon einen kleinen Haschmich, kriegen wir hin. Es war ein fantastischer Tag. Alle Leute, die heute hier waren, waren cool. Alle Leute, die hier im Stream waren cool. Chat weiß ich nicht, was da los war. Die waren bestimmt auch alle cool. Denn jeder, der Lego mag, kann kein schlechter Mensch sein, sage ich ja immer. Und ich möchte auch nochmal, ich habe es noch nicht gelesen, was da genau steht, aber mir hat irgendjemand gesagt, Promobrix hat sogar was darüber geschrieben, was ich auch eine Ehre finde, finde ich großartig. Vielen Dank auch nochmal an Promobrix. Und kommt einfach vorbei, wenn ihr irgendwie Bock habt, zurzeit halt mit Termin. Und ansonsten Facebook-Seite gibt's, da könnt ihr raufgehen von Bad und Brick. Ja, und ansonsten weiß ich jetzt auch nicht mehr weiter. Dann nochmal ganz herzlichen Dank. Ich fand es eine coole Geschichte hier. Mal was ganz was anderes. Ja, was meine Sektvorräte werden auch langsam gehen zum Neige, aber alles gut. Ich glaube, also zwei. Thomas hatte sich eigentlich nochmal gemeldet und Patrick. Ja, aber ich wollte Lars jetzt auch dann in den verdienten Feierabend entlassen. Also ich wollte eigentlich auch nur nochmal das Gleiche sagen. Super Sache und der Laden scheint eine tolle Geschichte zu sein. Das Konzept dahinter oder das die ganz vielen Ideen, die du hast, finde ich super. Auch was du jetzt heute Abend hier nochmal erzählt hast und wir kommen auf jeden Fall vorbei. Genau. Ich freue mich. Und dann kommt du bist aber auch schon an meiner Wall of Friends, bist du schon. Aber bring ruhig noch ein paar Fliesen mit. Oder eine Tasse habe ich noch nicht. Ich bringe dir eine Tasse mit. Genau. Ja, okay. Diese hier. Diese. Prost. Gut. Und Patrick hat sich noch gemeldet. Und dann würde ich sagen, schließen wir die Runde langsam. Wohnt von mir. Ich möchte an der Stelle auch nochmal, ich habe auf dem zweiten Bildschirm den Chat auf YouTube mit dabei. Und ich muss ganz ehrlich sagen, einfach mal auch vielen Dank an die Leute, weil super viele haben einfach gemeint, hey, abonniert die doch mal alle, da sind Leute dabei, die sind erst neu mit dabei und da sind Leute mit dabei, die machen das schon länger und dann kann man einfach mal sagen, wir haben einen geilen Chat heute gehabt. Wir haben wirklich super viele Leute gehabt, die einfach
ja. Spaß daran hatten. Und dann können wir einfach mal sagen, wir trinken doch einfach mal eine letzte Liter. Auf den Chat. Ja. Ein Liter auf den Chat. Ja. Prost. 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 Zum Wohl. Und schönes damit würde ich sagen, viel, ja, schöner wird es nicht. Also, schönes Schlusswort. Genau. Alle sind gegrüßt. Alle sind geherzt. Alle sind toll. Da kann ich nichts anderes sagen. Alle sind besoffen. Das nochmal ganz, was, warte mal, Miepi zeigt ihre Möpse, warte. Ja. Damit wow. haben wir auch den Teil angehandelt. Schönes Schlussbild. Ja. Damit haben Pappnase auf Wiederbau, ne? Alles Gute. Damit die sind haben gar auch nicht scharf. Ja, die werden nicht scharf, Mensch. Das sind schon wieder Stichworte. Die sind nicht scharf. Ja, kommt Jungs und Mädels. Es hat mir bannig Spaß gemacht. Ich fand es wunderschönen Abend. Lars, ich freue mich sehr darauf, dass wir das vielleicht alle nochmal dann auch mit richtig anstoßen, irgendwann mal dann wahrscheinlich eher nächstes Jahr nachholen können. Sommer, ja. Und ich komme gerne da wieder hin und freue mich sehr und finde es schade, dass es natürlich nicht so geklappt hat. Finde es aber schön, dass es so toll heute Abend geklappt hat, so so viele dabei waren. Und alles Gute, viel Erfolg weiterhin und allen, die dabei waren, vielen Dank. Und damit beschließe ich diesen Abend. Wer will, darf jetzt alleine saufen und seine Chips essen. Ansonsten ja, Prost. Sehen und hören wir uns hoffentlich bei der... Auch. Prost auf den Gastgeber. Genau, ja, alles gut. Genau. Und wir sehen uns natürlich bei Building Bricks for Happiness. Morgen geht's weiter. Stammtisch beim Johnny. Stammtisch beim Johnny. Na dann, also. Dann das, ja. das auf Wiederbauen. Cool. Mach's genau. gut. Ciao, bleib gesund. Ciao.